Herzlich willkommen beim Mods Talk mit Lilo Wanders und Claudia Seiring. Schönen guten Abend. Ich stelle mir einfach vor, wir sind in einem Wohnzimmer. Mit diesen kleinen Tischen geht es. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute Abend alle hier sind. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg gefunden haben in die Messehalle von Frankfurt-Oder, von der wir nicht träumten, dass wir jemals hier sein werden. Wir sind hier und Sie sind hier. Und wenn ich hier bin, dann ist auch Lilo Wanders hier. Begrüßen Sie mit mir meine wunderbare Kollegin Lilo Wanders. Der Tag beginnt für mich mit einem Fernet Branca, zum Zähneputzen einen Viertelliter Gin. Zum Frühstück rühre ich mir einen trockenen Martini und sag mir, Lilo, leg dich lieber wieder hin. Ein Cuba Libre hilft mir auf die Beine, ein Glas Champagner gibt mir wieder festen Halt. Ich trinke flaschenweise gute Weine und trotzdem bleib ich innerlich ganz kalt. Denn ich brauche euch und meine Bühne. Ich brauch den Glamour und den Rausch. Ich brauch Make-up und davon nicht zu wenig. Ich bin geil auf den Applaus. Ich brauch Musik und Trommelwirbel. Das Toben und das Beben. Ich brauch die Bretter dieser Welt. Denn ich bin scharf auf dieses Leben. Ein starker Bär umarmte mich in Grönland, Matrosen angel ich an jedem Strand. Zum Zocken geh ich selten, aber gerne. Ich pack das Leben fest mit meiner Hand. Manch Exhibitionist wurde meine Beute. Ich hab halb Hamburg flach gelegt. Es gibt fast nichts, was ich je bereute. Da ist eines jedoch, was mich stets belebt. Ich brauche euch und meine Bühne. Ich brauch den Glamour und den Rausch. Ich brauch Make-up und davon wahrlich nicht zu wenig. Ich bin heiß auf den Applaus. Ich brauch Musik und Trommelwirbel, das Toben und das Beben. Ich brauch die Bretter dieser Welt, denn ich bin scharf auf dieses Leben. Her damit! Ja, bis zum Schluss! Ach, genau. Ach, Claudia. Meine Lilo. Ja, meine Claudia. Wir hatten uns zweimal vorbereitet. Ja. Einmal für den und März. Und jetzt ist es 9 Monate her. Ja, wir haben uns 9 Monate. Da hätten wir beide niederkommen können. Ja. Ja, genau. Das ist wirklich genau das, was ich in den 9 Monaten die ganze Zeit gedacht habe. Naja, in die Knie gezwungen sind wir ja fast. Ja, das stimmt. Es war schon eine harte Zeit, nicht nur für mich, sondern eben für viele, viele andere Menschen auch. Ja, und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis wir uns wiedersehen. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass wir die erste große Veranstaltung seit Februar in Frankfurt machen können. Mhm. Und dass Sie dabei geholfen haben. Das war ja nicht sicher, ob Sie sich trauen. Und dabei sollten wir nochmal betonen, das ist eine Veranstaltung des Kleistforums. Wir sind nur ausgewichen und haben uns den Bedingungen gebeugt. Man muss sich vorstellen, diese ganze Equipment, also das, was hier so schön ist, das musste ja alles hierher kommen. Das sind viele, viele Geister gewesen, die auch unbedingt wollten, dass es funktioniert, weil wir haben sie sehr vermisst, alle miteinander. Und es sind einige tatsächlich aus der Kurzarbeit, aus der Erzwungenen gekommen, um mitzuhelfen. Ja. Ganz toll. Also Wunderbar. Schön, dass Sie da sind, schön, dass wir es so vorbereiten konnten. Wie war denn dein Jahr als Solokünstlerin? Mein letzter
regulärer Auftritt war am 8. März, also am Frauentag. Und danach sind mir um die 60 Vorstellungen abgesagt worden. Und wie hält man das durch? Kann ich dir fast nicht sagen. Du sagst dir dann selber, es ist nicht nur deine Situation, sondern es geht Hunderttausenden so. Aber das hilft natürlich erstmal auch nicht viel. Weil die eigene Befindlichkeit bedeutet dann auch, man muss organisieren, man muss überlegen, wie kann man überhaupt weiterleben. Wir haben ein bisschen Geld gekriegt, wir Solo-Selbstständigen vom Staat, aber das trifft vor allen Dingen alle, die mit der Kunstszene zu tun haben. Wir dürfen dieses Geld nicht verwenden für unseren Lebensunterhalt, nur für die Betriebsausgaben. Aber ihr habt ja gar keine. Ich habe keine Betriebsausgaben, wenn ich nicht unterwegs bin und reise. Das heißt, du hast heimlich still und leise Brot davon gekauft? Na, das habe ich natürlich gemacht, wie viele andere auch. Und ich werde vielleicht dafür bestraft, ich muss es irgendwann zurückzahlen. Aber was blieb mir anderes übrig? Also eine Fußpflegerin hat die Miete für ihr kleines... Das Studio trotzdem zahlen müssen. Ja. Und die kann das dann also mit gutem Gewissen verwenden, aber ich habe Kosten, wenn ich reise, meine Agentur kriegt Geld und so weiter und so fort, ne? Aber pff, ist nicht. Naja gut, es sind dann aber zwischendurch neu gekommen 4 Auftritte. Seit März. Ja, ja. Und Gott sei Dank, ich freue mich so, dass wir heute Abend wieder hier sind. Das ist so schön. Wir machen jetzt einfach weiter. Natürlich. Wir machen jetzt weiter. Natürlich. Wenn das Publikum kommt, mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir machen weiter und wir hoffen, dass es Ihnen einigermaßen gut ergangen ist. Ich kann von mir sagen, mir ist es nicht schlecht ergangen. Ich habe weitergearbeitet, denn tatsächlich wurde Journalismus in den vergangenen Monaten wichtiger als vorher teilweise. Mhm. Also wir waren irgendwie schon sehr oft Quelle auch, um zu wissen, wie ist es, wie sind die Maßnahmen. Und das war ein schönes Gefühl. Es war viel Kontakt zu Lesern. Und also ich kann nicht sagen, dass ich in den vergangenen Monaten beruflich in einer ähnlichen Situation war wie du. Ich war halt in Deutschland statt im Urlaub irgendwo. Das wollte ich gerade fragen. Ihr reist ja eigentlich gerne durch die Welt. Ja, aber haben wir nicht. Wir haben Urlaub in Brandenburg gemacht. Das war ein super Urlaub, natürlich. In Brandenburg kann man wunderschönen Urlaub machen. Wir haben uns ja wirklich, das ist ja... Das wissen Sie ja, ich liebe Brandenburg und wir haben es auch noch so geschickt gemacht. Wir haben unseren Urlaub in den Juni gelegt und da waren die längsten Tage. Wir waren also gerne dann auch noch mal abends um 9 im Flüsschen und so. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe von vielen Freunden und auch Verwandten gehört, Urlaub in Deutschland ist super. Also das kann man ruhig mal machen und auch aushalten. Es ist ehrlich gesagt nicht so schlimm, wenn man sich überhaupt, entschuldige bitte, einen Urlaub leisten kann. Naja, ich wohne in der ländlichen Einsamkeit auf diesem alten Bauernhof und insofern war das war wenigstens in Ordnung. Ich habe ein paar Mal war ich auch auf St. Pauli, ich habe diesen Sommer keine Touren auf dem Plan durch gehabt. Durch den Kiez, da läufst Führung. Du normalerweise mit Menschen. Ja, weil ich 6 Wochen in Braunschweig Theater gespielt hätte und deshalb war ich nicht auf dem Plan, aber das war natürlich auch ganz traurig. Ne? Also, auf dem Kiez? Ja, also, ja. Oder sagt man in Hamburg im Kiez? Nee, auf dem Kiez. Auf dem Kiez. Auf dem Kiez. Also St. Pauli, jede 5. Kneipe vielleicht geöffnet. Und so langsam geht wieder was los, aber alles unter Corona-Bedingungen und die Polizei passt auch auf. Also stand eine Führung vor der Davidwache und da standen die Gäste dann zu eng beieinander, da gab es gleich eine Strafe. Ne? Kam Polizei raus und gleich kassiert. Und sag mal, aber die Atmosphäre muss doch eigentlich so bedrückend tot sein, oder? Ja. Weil das durfte ja auch Gewerbe. Prostitution ist immer noch nicht. Ich sag gern Gewerbe, das ist Prostitution, okay. Das ist schwierig. Ja, also alle, die eben als Solo-Selbstständige betrachtet werden, waren betroffen und sind es weiterhin. Die sind es noch, ne? Ja. Aber ich bin wenigstens einmal durch die Herbertstraße, ohne dass ich da irgendwie gedacht habe, ich werde gleich mit dem Eimer Wasser. Du bist durchgekommen. Ich bin durchgekommen, es war nichts los. Okay. Ja, also wir wollen mal hören, wie unsere Gäste zum Teil auch durch dieses bisherige Jahr gekommen sind. Sie wissen, wir haben heute ein Programm voller Unterhaltung und auch Musik. Angefangen haben wir schon, wer reinkam und gesehen hat, André Hermlin und sein Orchester haben gespielt. Die Swinging Hermlins, die werden sie uns später erzählen, was sie da jeden Abend um 19 Uhr machen. Die haben uns schon mal begrüßt. Wir müssen auch feststellen, dass es wie im privaten Gespräch so ist, dass man natürlich immer und immer wieder
auf Covid-19 kommt. Das ist einfach so. Mal gucken. Aber ob vielleicht gibt es auch noch andere Dinge. Genau. Ob uns noch ein bisschen was anderes einfällt mit Ihrer Hilfe und Ihrem Spaß, Ihrem Humor und Ihrem Dabeisein, das wird schon klappen, denke ich. Wollen wir gucken, ob wir den ersten Gast auf die Bühne zerren können? Müssen wir ihn zerren? Nein, müssen wir nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, ich sag mal so, er ist stark. Ich gehe ein bisschen beiseite, weil ich immer das Gefühl habe, ich werfe einen Schlagschatten auf deinen Gesicht. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nein, du sollst voll glänzen. Er ist stark. Ob als Kommissar, Schauspieler, Zeichner, Sprecher oder auch als Einhandsegler. Begrüßen Sie mit uns ganz herzlich Boris Aljinovic. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön unserer Band. Ja, willkommen. Das war ja ein Lied, das lautet I am sailing. Ja, in einer sehr milden Fassung. Ja, das Meer kann wilder sein, oder? Ja. Aber es ist ja die romantische Vorstellung gemeint. Dass das Meer so ein romantischer Ort ist, an dem man sich gut fühlt. Ja. Anfangen wollen wir ganz woanders eigentlich. Natürlich da, woher man dich kennt. Ne? Das ist nun mal so, wenn man im Tatort und dann 13 Jahre unterwegs ist. 14 sogar. 14. Ach, ich dachte, es wäre 2014 nach 13 Folgen. Okay. Oh, ich weiß es nicht. Genau. Aber auf einmal wird man auf der Straße erkannt. Wird man auch mit Felix angesprochen? Nee, das war dann doch nicht so prägnant. Also um das ganz kurz zu sagen. Nee, so, hallo Herr Kommissar kommt so vor. Okay. Oder so einfach nur hallo oder guten Tag. Also schön. Man gehört irgendwie zur Familie. Ja, aber ich meine, ich kenne auch den Optiker bei mir in der Straße, den grüße ich auch. Also man weiß so ein bisschen bei mir, was ich gewerblich tue. Ja. Und war das dann ein schwerer Abschied? War das ein freiwilliger Abschied? Nee, freiwillig war es nicht. Also der Sender hat halt entschieden, dass wir ausgedient und neue zu dienen eingeladen sind. Und ich wusste, dass es kommen wird und habe, glaube ich, eine Riesenparty geschmissen. Weil ich habe ja da ganz gut verdient und meine Freunde. Ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich, wenn man quasi zweimal im Jahr dreht, ist das zumindest eine gute Basis. Ja, es reicht auch für jetzt Corona noch ein bisschen. Also naja, es ist halt so, ich weiß nicht, wie oft war ich jetzt seit, genauso wie ihr, also gab ja nichts und ich bin nicht in einem festen Vertrag, also auch solo scheinselbstständig. Und ich freue mich, hier zu sein. Das ist ja Publikum, kenne ich gar nicht mehr. Ja, also viele sind in diesem Jahr noch nicht, genau. Kleines Publikum, also so viel Publikum ist wirklich was Besonderes in diesem Jahr. Also um nochmal zum Anfang zu kommen, der Tatort aus Berlin mit Dominik Rake, das war die Rolle des Felix Stark, der Kommissar, auf den ihr angespielt habt. Und dieses Nicht-Freiwillige, das ist dann eben so. Der Sender entscheidet und sagt, wir wollen was ändern und dann ist man raus. Ja, es gab also ein schönes Gespräch, wo ich mir eigentlich sicher war, ich muss es jetzt nicht persönlich nehmen. Hm. Sie wollen halt das Format verändern, das hängt auch mit den Figuren zusammen, das ist deren gutes Recht. Hatte ich keine Klarheit. Also ich kann ja stolz sein darauf, dass wir was geschafft haben. Längstes Kommissar beim RBB, SFB ever und wir haben, glaube ich, ein paar gute Filme hingelegt. Also, okay. Gut, ist das dann... Danke. Ist das dann auch eine Startrampe, um wieder ans Theater zu gehen oder ist das Theater immer nebenbei gelaufen? Ist nebenbei mitgelaufen. Immer weiter, ja. Ich hielt es immer für einen Trainingsberuf und deshalb wollte ich das auch nicht aufgeben. Und ich meine, was macht man, 2 Filme im Jahr, was macht man die restlichen 10 Monate? Und das war nicht nur Segeln, sondern ganz viel Theater. Ja, ja, ich habe während meiner 10,5 Jahre mit Wahre Liebe, habe ich auch immer zwischendurch noch Theater gespielt, beziehungsweise Kabarett gemacht, ja. Ja, es ist ja auch, eigentlich ist es wie ein Sport, wo man merkt halt, die Kamera ist anders als das Publikum. Zwei verschiedene Genres in der technischen Ausführung auf jeden Fall, ja.
Aber stimmt es, dass es eigentlich eine Entscheidung von dir war, zwischen Schauspiel und Zeichnen zum Anfang? Also es hätte beides werden können, weil es beides ein großes Interesse war? Irgendwo habe ich gelesen, Schauspiel hat schneller zugesagt und dann wurde es Schauspiel. Ja, das stimmt auch. Also ich hatte halt, ich war so im Westberliner Off-Theater, wild unterwegs und wir haben dann so Shows gemacht und tagsüber hatte ich schon einen Job als Grafiker umgelernt, weil ich halt zeichnen konnte. Und so, das ging ganz gut, dann fiel die Mauer und dann dachte ich so, Mist, jetzt wird alles mit Zeugnis ganz deutsch und du brauchst einen Führerschein für deinen Beruf, welcher das sein mag. Und hatte halt meine Mappe für die HDK, also die Hochschule der Künste, damals fertig, aber vorher waren die Schauspielprüfungen und das hat schon geklappt. Also der totale Zufall. Also ich bin darüber Wobei, auch nicht so man traurig. Muss ja sagen, also ich habe mir ein paar Zeichnungen angeguckt im Netz, das ist ja wirklich sehr kunstvoll und es wird dann Comic genannt, aber es ist ja gar kein Comic. Ich weiß gar nicht, was ich, natürlich, ich habe so angefangen, weil ich ja ungelernt bin, ich habe ja im Kinderzimmer, haben Paul und ich, um dem Namen zu geben, wir haben immer gezeichnet, Hörspiele gemacht, Quatsch gemacht, es war für uns alles eins. Und wir waren halt toll, also Tim und Struppi war der Größte, eigentlich dann auch Jean Giraud, der Möbius dann später hieß und Hollywood-Filmen seinen Stil auch gegeben hat, was Science-Fiction angeht und so, also, und das wussten wir alles und da haben wir uns dran orientiert und geübt. Und waren das einzelne Zeichnungen oder waren es auch richtig Geschichten dann? Nee, wir haben kaum Geschichten geschafft, weil wir nicht wussten, wie das geht, eine Geschichte erzählen. Das ist halt so, wenn du so einen Comic siehst von Hergé, das ist genauso aufwendig wie einen Film. Das Literarische dahinter, das aufzubauen, das macht man nicht aus der Hand. Deshalb gibt es eben hin und wieder Paarungen mit einem Texter und einem Zeichner. Jean Goscinny, der Asterix getextet hat und den kleinen Nick und so, das ist ja ein großartiger Autor gewesen. Würde ich mir jetzt noch nicht so zutrauen, damals auch nicht. Ja, aber ich habe ein Interview mit dir gesehen, wo die Fragen offensichtlich vorher gestellt worden waren und du hast in Bildsprache geantwortet. Ja. Das war toll. Das war es einfach. Das war der Auftrag, beantworte diese Fragen. Ah, jetzt weiß ich, was ich zeichnen soll. Zeichne, worauf du Lust hast. Wie ich muss machen, worauf ich Lust habe. Ja. Jetzt muss ich machen, was ich will. Das kenne ich gar nicht. Intendant sagt, spiel die Rolle. Ja, okay. Also ist ja ein relativ weisungsgebundenes Dasein, außer man macht sein eigenes Projekt. Genau, und dieses eigene Projekt, da gab es nämlich die Frage in diesem Interview, wann warst du das letzte Mal unsicher? Und da hast du geantwortet, also du hast ein Bild gezeigt und da war ein Mann drauf, der dir sehr ähnlich sah und der hielt ein Segel. Und du hast geantwortet, beim Einhandsegeln über den Atlantik, da war ich wirklich unsicher, wenn da was passiert, dann ist es aus. Ja. Ist es auch. Ja, und woher weißt du das? Bist du im Einhandsegler über den Atlantik? Was ist das für ein Hobby? Was ist das für eine Profession? Was ist das für eine Leidenschaft? Wann ist das gekommen? Das ist so mit 30 gekommen. Wir waren auf der Suche nach Buchten irgendwo in Spanien, wo man toll schnorcheln kann und sind stundenlang mit den Autos und den Kindern durch Staub und dann waren wir in so einer richtig hübschen Bucht und da war eine Yacht vor Anker und eine Frau, rank, schlank, so in so einem stellt ihr einen Espresso ab und macht den Körper. Und ich dachte so, cool, das will ich auch. Und ging in so eine Kreuzberger es gibt in Kreuzberg in Berlin eine Segelschule, und sagt, das möchte ich auch. Und der so, was jetzt? Skipper werden? Und ich so, keine Ahnung, wenn das so heißt, okay. Worauf er sehr lachte und dann setzte ich mich auf eine Jolle, fing an und merkte, ja, Segel noch da. Dann hat nämlich vergessen und ich kam nach 2 Stunden in den Hafen gesegelt und legte an. Das war eigentlich irgendwie Lektion 5. Und dann merkte ich, dass ich das gerne mache. Und dann war ich immer neugieriger, wie geht es denn weiter? Da muss man sich vielleicht mal ein Schiff kaufen, nach vielen Prüfungen und vielen Scheinen, und damit man auch Handwerk kann und so. Damit man auch Körper machen kann. So, und dann war das irgendwann mal auf den Kanaren. Und dann dachte ich, jetzt muss es aber mal nach Hause, weil ich wollte mit meinem Sohn weiter segeln nach Island und da war keiner da. Und dann bin ich alleine losgesegelt. Und ich weiß auch, wie es technisch geht. Aber was ich nicht wusste, ist, dass halt das hier ist ein Adrenalinberuf und das Segeln, naja, da ist man halt müde und der Körper reagiert mit wirklich harten Ängsten auf das, worauf man jetzt zu reagieren hat, um das zu motivieren. Das heißt, du hast Todesangst und denkst, ich gehe unter, dann gehst du hoch, denkst du, ich mache das Segel jetzt runter. Dann merkst du, ah ja, jetzt kommt das Wetter schon viel früher, das war wohl ein Instinkt und dann hast du absolute Euphorie. Alleine kannst du es dem Delfin erzählen.
Das ist. Und kannst du entspannen unter dieser Spannung? Weil, also ich habe zum Beispiel eine Regel, einmal die Woche möchte ich nicht kommunizieren. Da schicke ich auch meine Familie weg, da bin ich alleine. Ja. Und das ist meine Entspannung, wenn ich also nichts auf dem Plan habe. Aber wenn du auf dem Boot bist, dann musst du ja permanent wachsam sein. Naja, du musst eigentlich nicht umgekehrt. Ich muss permanent versuchen, mich zu entspannen, weil es heißt, auf so einer langen Reise über 2 Wochen oder so, im Englischen save your energy, also halte deine Reserven aufrecht, entspann dich, leg dich hin, mach jetzt nicht zu viel Heckmeck, tüttel nicht rum, zappel nicht, mach das ordentlich, mach das langsam, du musst nach vorne in den Segel wechseln, klick dich ein, mach das wie ein Bergsteiger, mach es langsam. Das ist aber es bedarf ja auch einiger Vorbereitungen, bevor man überhaupt segelt. Was gehört dazu? Also Zahnsanierung würde ich mir denken, zum Beispiel. Also sich alleine einen Zahn mitten auf dem Atlantik zu ziehen. Ja, also krank ist blöd. Das sind lange, lange, lange Listen. Alles an Bord. Karten, alles muss durchgecheckt werden. Also man kann nicht einfach sagen, so heute fahre ich los, sondern das muss schon mit Planung sein. Es ist eine Expedition, wo alles eingeladen werden muss, alles gecheckt werden muss, alles zweimal geprüft wird und so. Und du warst alleine? Nein, nicht alleine unterwegs. Doch. Und vor allen Dingen auch alleine? Auch alleine. Und wie lange? Mein längstes so war 2 Wochen. Und das, was das Publikum nicht kennen wird, ist, man schläft nicht. Das Boot fährt ja immer. Ja. Hat eine Autosteuerung. Also so fährt, segelt von alleine. Sicherlich kann ich es besser segeln aktiv als diese Steuerung. Die ist nicht elektrisch, die ist so eine Mechanik. Und man muss halt schlafen. Ah, da kommt der Film gerade. 5 Stunden genau. Schlaf am Tag, um zu überleben. 4, 5. Jetzt kriegen wir einen Einspieler. Ja. Genau. Ah, da sind wir aber zu zweit. Das ist mein Funkgerät, langweilig. Wie erzeugt man Strom oder nimmt man Batterien mit? Oder wie ist das? Ja, ich habe Batterien an Bord. Da gibt es eine Zeichnung. Ein Ladegerät, so ein Quirl, wie so ein Fahrradgenerator im Wasser. Das ist eine Möwe, die haben wir da gezeichnet. Genau, ich wollte gerade sagen, da sieht man. Das Logbuch wird sehr ordentlich geführt, weil man muss immer wissen, wo man war. Es kann ja alles ausfallen. Weiß man vorher, ob man irgendwelche Linien kreuzt, wo Dampfer langfahren? Ja, Dampfer. Das ist den Seekarten auf. Hier nicht rum. Ich muss das so naiv fragen, weil mir ist es wirklich total fremd. Ich würde mich so ausgeliefert fühlen. Das wahrscheinlich dieses Spannungsverhältnis. Ah, da koche ich. Aha. Also man muss halt eben da, man lebt dann auch im Verkehr. Jetzt, das war von den Azoren runter, das war alle 2 Tage mal ein Schiff irgendwo gesehen. Mhm. Aber das heißt, du bist auch komplett über den Atlantik? Naja, Nord-Süd eher und dann auch nur Kanaren, Island. Naja, nur, das ist ja auch eine ganz schöne Strecke. Ich schätze mal so 5000 und ein paar Kilometer, ne? Ja, jetzt waren es 2,5 ungefähr. Jetzt warst du wie lange unterwegs? 6 Wochen. Jetzt, also bevor. Ach so, das waren jetzt aktuelle Bilder. Und dann sind wir, das war unser Wunsch nach dem ziemlich harten Abenteuer, war ein tolles Abenteuer. Mhm. Und sind wir halt eben Hamburg City Marina reingelaufen und lagen da und dann waren alle Freunde da am Steg. Das ist direkt unter der Elbphilharmonie. Das war so toll, da anzukommen. Wie ist das mit Kommunikation, also mit Funkgeräten? Ja. Ich habe noch bin Amateurfunker, Delta Lima 7, Bravo, Oscar Bravo, ist mein Rufzeichen. Und das ist eine lange Ausbildung, das ist nicht einfach nur, da muss man richtig Elektrotechnik durchstudieren. Und da gibt es eine Morse-Taste an Bord, kann man noch benutzen, aber das ganze System kann auch E-Mails verschicken und da braucht man kein Satellitentelefon. Das heißt, du bist nicht nirgendwo, du kriegst schon Nachrichten mit oder guckst, also du könntest genauso informiert sein wie jemand, der... Nachrichten ist blöd, weil Amateurfunk darf nicht wirklich Nachrichten übermitteln, keine politischen Inhalte, keine religiösen, dafür ist es free. Ah ja. Okay. Dasselbe gibt es kommerziell, da muss man halt zahlen. Mhm. Und da kriege ich dann halt immer, es gab einmal eine Zeitungs- und dann halt BBC hören, versuchen reinzukriegen. Das ist BBC lang. Wie früher auf Mittelwelle. Ja, und dann sitzt du so auf dem Atlantik und dann Belfast, Explosion, und denkst, was ist denn jetzt los in der Welt? Ganz doof war mal, wir hatten keinen Funk, kamen an und hatten Scherze gemacht über Weltuntergang, kamen an nach 5, 6 Tagen und dann war Fukushima in die Luft geflogen. Und dann haben wir gesagt, nie wieder an Bord Scherze über Weltuntergang. Machen wir nicht. Mhm. Kriegt man was mit von der Klimaveränderung?
Yep. Sieht man Plastik im Wasser, wovon yep. oft die Rede ist? Yep. Das ist nicht schön. Mhm. Also die Fischer, man hat dann Kontakt. Die Wettervorhersagen, das ist relativ eindeutig, es gibt ja Statistikkarten mhm. für Seeleute, mhm. wann, zu welcher, welche Prozent Wind. Das Hoch, das jetzt hier ist, das ist ja alles atypisch. Es ist, ja, und die Leute, die da am Meer wohnen und damit arbeiten, sagen das seit Jahren. Ja. Meeresströmungen lassen nach. Alles, der Golfstrom ist in Gefahr und genau, dann ist vorbei. Genau, Wälze, dass das Wasser vom Polar sich bis zum Äquator aufwärmt und so eine mhm. Walze macht. Da hängen Lebewesen dran, da hängt ganz viel Leben dran. Und das mit dem Müll auch, das sieht man. Also ja, das kann man stärker, also du segelst ja nun schon ein paar Jahre, hat es zugenommen? Ist nicht, weiß ich nicht, aber es ist halt ärgerlich. Man sieht halt Plastik im Meer schwimmen, mhm. mal, mhm. niemand ist. Mhm. Nicht viel. Aber es ist da. Das Meer ist auch groß. Ich würde gerne nochmal, weil du das gerade angefangen hattest, als der Film kam, du hast gesagt, so 5 Stunden schlafen. Wenn du alleine unterwegs bist, heißt das tatsächlich, du legst dich schlafen und hoffst in den 5 Stunden... Nee, nicht 5 Stunden, sondern alle 2 Stunden 20 Minuten. Ach so, okay. Oh. Und das muss reichen. Das tut 3 Tage lang richtig weh und dann geht's. Ach so, man kann sich dran gewöhnen. Ja, ja. Also Schichtarbeit. Es ist auch alles... Es gibt eine Medizinerin und eine Beratung und es gibt also okay. Handwerk. Mhm. Es ist nicht irgendein ausgedachter, aber es geht, dass du so überlebst. Und was passiert im Inneren? Ist das dann eine Fokussierung auf die Situation oder ist das auch ein Sprungbrett, um das große Ganze nochmal von einer gewissen Entfernung zu betrachten? Wenn ich das wüsste. Das heißt, du arbeitest noch dran. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was das ist. Ist das, jetzt zu sagen, das ist ein Virus, der einen in einem ja. steckt, ist natürlich ein bisschen geschmacklos, aber... Ja, ja, so ähnlich. Ja, auch wenn es jetzt... Ja, gut. Also eine Leidenschaft, die einen wahrscheinlich auch nie wieder loslässt. Ist das ein teures Hobby, wenn man so ein Boot kauft? Das kann unendlich teuer sein bis zum saudi-arabischen Yachtendings, aber es ist... Oh Gott, was hat mein Boot gekostet? Also wie ein Kleinwagen. Nicht viel teurer. Naja. VW Käfer für die Weltmeere. Naja. Und du könntest damit über den Atlantik nach Amerika? Das ginge. Naja. Von der mein Modell ist von Pol zu Pol über alle Ozeane. Und was sind so deine, was möchtest du noch damit machen? Was sind deine Pläne? Ich wollte unbedingt, weil wir hatten es zum Abi von meinem Sohn hatten, wollten wir nach Kanada. Mhm. Mussten aber in Reykjavik vor Grönland aufgeben, weil wir waren... hatten das 1,5 Jahre vorher geplant und dann kommt das Abitur einen Monat später und der fehlte uns. Und dann kamen mhm. die Herbststürme und wir kamen keine Chance. Mhm. Und wie fühlt sich das an, mit dem Sohn alleine so eine lange Zeit auf dem Wasser zu sein? Trägt man da auch Auseinandersetzungen aus oder seid ihr gut miteinander? Nee, das war mit, wo ich ihm den Wahnsinnsmut attestieren muss. Der hat sich... Also ich dachte mal so, ich habe solche Gespräche mit meinem Vater geführt, der war der 80, das können wir doch jetzt machen. Aber wir können nicht weglaufen, mhm. wir wollten das beide. Und wir sind auch, konnten ja nicht weglaufen, mussten das klären. Ja. Das war toll. Und ich hatte den Plan, dass es gibt ja so eine Konkurrenz, Vater, Sohn. Mhm. Und ich dachte, wenn ich so richtig am Arsch bin und er das Boot führt, dann ist das Thema durch. Und das war vor Grönland, wo ich sagte, ich muss. Warst du körperlich so erschöpft? Bitte? Warst du körperlich so erschöpft? Mental einfach. Ich wollte jetzt durch. Ich habe 1,5 Jahre gearbeitet, um es zu erreichen. Ja. Und jetzt fehlen uns 50 Liter Diesel oder volles Risiko oder ich. Flaute war das Problem. Wir kamen nicht voran und nicht rechtzeitig an. Mhm. Und deshalb, wir mussten wieder zurück und ich konnte den Schlüssel nicht umdrehen. Und er hat gesagt, wir drehen den Schlüssel um. Das ist für mich gut. Und das war toll. Also du wolltest dich von dem Traum einfach nicht verabschieden, den du 1,5 Jahre lang sozusagen vorbereitet hast. Er war stärker, er war im Vernünftigsein. Ja, genau. Das war gut. Und das konntest du aber wiederum annehmen. Ihm die Regie. Es hat sich der Punkt ergeben, auf den ich hinausgearbeitet habe. Ich war sehr glücklich, aber ich musste auch durch, tat auch weh. Huch. So sieht und so einen Quatsch erzählt, also das ist ja kein Quatsch. Das war doch kein Quatsch. Glaube, das interessiert unser Publikum, weil es auch so, es ist einerseits beispielhaft,
alleinstehend und andererseits sind da natürlich Themen dabei, die uns alle betreffen, zum Beispiel mit seinen Kindern gut zu werden oder gut zu sein. Gucken wir ein bisschen in die Zukunft, lässt sich ja nichts wägbar sagen, aber steht denn irgendwas auf dem Zettel, was vielleicht tatsächlich passieren wird? Ja, ja, ja. Erzähl. Frankfurt-Oder, Odyssee. Die Odyssee, was ja zum Segeln passt. Ja, das ist, ja genau, deshalb musst du den Bart leider für Drehtage abmachen, sonst hätte ich gerne, wir haben vier, ach so. Sie sind vier Saxophone und wir haben so ein paar Projekte gemacht und dachten, jetzt müssen wir die Odyssee vertonen. Und damit kommst alle 11.000 Verse. Was? Nein, das schaffen wir nicht. Das läuft über Wochen im Kleistforum. Nein, du kommst im Oktober. Moment, ne? Dann, genau. Jetzt will ich es aber doch wissen. Alle Stationen kurz gestreift oder ausgewählte? Na, wir sind noch am Basteln. Ach so, ist aber okay. Was ich gemerkt habe, ist so, ich habe so ganz, die vorherigen Programme habe ich selber so in Prosa umgeschrieben. Und dann saßen wir über diesen Versen und die sind so toll. Die Originalverse, dass wir da nicht ran möchten. Stattdessen machen wir dazu wahrscheinlich, also machen wir Filmchen dazu und gucken mal, dass das irgendwie... Und wie das szenisch wird, ist das auch schon skizziert? Ja, ja, ja. Was aber ich interessanter finde, als ob jetzt Odysseus gelogen hat mit dem Zyklopen oder nicht, sind diese, die sind da so, das ist so alltäglich. Also er hat halt, okay, Hades, jetzt musst du dein Schwert nehmen, und dann ein Loch und dann noch ein Schaf und dann Blut rein und dann kommen die auch schon aus dem Nebel, Teiresias, der Seher. Und sagst so, ja, also das heißt, ich bin schon tot, aber was willst denn du wissen? Ja, ich würde gern wissen, wie es weitergeht. Ja, wenn du dich so verhältst, wahrscheinlich so. Oder anders. Und du merkst, dieses Ding ist so real, weil die haben auch, wenn da Athene um die Ecke kommt, kommt der Palastbote an und sagt, oh, ah, Athene, toll. Speer haben wir einen Ständer für. Hier gegurtet, der Sitz gegurtet und ein bisschen Wasser für die Füße. Tolle Sandalen. Und das ist so richtig real. Und das, diese Momente, wenn dann Odysseus auf dem Sportfest ist, weil er halt mit seinem Floß untergegangen ist, da am Strand gerettet, sie wissen es noch nicht, und er sitzt da unter seiner Decke und weint bitterlichst, weil er jetzt immer noch nicht zu Hause ist. Und dann sagen sie, hier, 1000 Sportler treten auf, das sind unsere besten Jünglinge und die werden auch richtig, das Sportereignis wird erzählt. Was kannst denn du? Und er so, oh, ah, pf, Laufen ist nicht meine Stärke. Diskus? Ja, Diskus. Und wirft einen Weltrekord und das Ganze rund. Guckt ihn an, sagt, ja, ich gebe es zu, ich bin Odysseus. Was ist dir passiert? Och, Zyklop. Und das ist, aber dieses Sportfest und die ganzen Details, das ist, du kannst dir so richtig vorstellen, wie das war. Und das in diesen Versen, die nach 10 Minuten fängst du an, in so ein, in diesem Rhythmus. Der läuft und läuft und läuft und du bist dann drin. Das hat so einen tollen Sog, dass wir sagen, wir machen dazu abstraktere Filme und Musik und hoffen auf diese Lebendigwerdung dieses, das war real von Leuten mit Humor, mit Lebenslust, ohne Moralvorstellungen, die irgendwie verklemmt sind, geschrieben. Das fand ich ganz toll. Da haben wir jetzt Lust. Und da kommst du mit nach Frankfurt. Angepeilt für? Ende Oktober, glaube ich. 24. Oktober, oder? Zwei Monate vor Weihnachten kann man sich total gut leicht merken. Genau. Kann man im Kleistforum sehen, genau. Aber du hast auch gerade gesagt, wegen Drehtagen hast du dir den Bart abgemacht. Das heißt, es gibt Drehtage. Es gibt Drehtage. Unter schwierigen Bedingungen? Ja, also nein, das ist, wir machen das am Set, es wird sehr ernst genommen mit den Masken, wo es halt möglich ist und mit Corona-Testen regelmäßig. Regelmäßig. Was die Firma dann halt eben bezahlt, also nicht, sondern dann halt eben, dann geht man hin und so, es wird dann halt immer getestet, dass alle gut sind. Wir haben schon die rote Lampe, aber ich sehe, du hast ja, ich will noch nicht Schluss machen, das ist so interessant. Moment noch. Wir haben auch so lange nicht hier gesessen. Du hast hier hinter dem Sofa einen Bogen vorhin deponiert. Das hat Claudia gar nicht mitbekommen. Nein, habe ich nicht. Also, ich war a man drauf. Of many talents. Und jetzt kommt noch was dazu. Wir brauchen für das Odysseus-Stück brauchen wir im Film jemanden mit Bogen. Ich habe den gerade in Hamburg geliehen. Und den Weg noch. Und ich kenne mich... Oh. Ups. Oh, na, da brauchen wir wohl noch jemanden mit Pfeilen. Also... Ach, du kennst dich noch nicht damit aus. Das heißt aber, null. Du wirst, aber du spannst ihn jetzt nicht, ne? Null. Also ich weiß jetzt nur, dass er falsch rum ist.
Und was hast du jetzt auf der Bühne in der Messe von Frankfurt-Oder damit vor? Keine Ahnung, der hat gesagt, nimm das doch mit. Und okay. Toll, oder? Das ist super, ganz toll. So. Dann hat er noch gesagt, ich soll meine, wir haben nämlich gestern das Boot aufgeräumt und die Rettungsweste. Ach, oh ja, das möchte ich noch erleben, wie die sich aufbläst. Oder musst du selber was tun? Ja, da muss man dran ziehen. Das habe ich noch nie gesehen, wie so ein Ding sich aufbläst. Aber das passiert manchmal, dass dann hinten so auf einer Tour saßen hinten drei. Die werden so nass und da ist so eine kleine Salztablette drin, die löst sich auf. Und dann puff, kommt so ein Dorn in diese Dings rein. Und der eine saß da und es machte pfumm. Die anderen beiden so pfumm, pfumm. Aber wenn die einmal aufpüfft, dann ist sie für immer gepifft? Oder kann man die dann auch wieder rausmachen, die Luft? Kann man auch, aber die ist jetzt abgelaufen. Du meinst, du kannst jetzt mal und du fliegst jetzt. Bravo. Also besser, also ich meine, das ist wirklich. Ich sag mal, piff, piff. So dachte ich auch das Bild, ja. Ja, das ist, unsere Fotografen werden, ich sehe es zwar nicht, aber werden sich hier an den Bühnenrand scharen. Also das ist wunderbar, das ist ein schönes Bild. Damit möchten wir, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich bedanke mich. Dankeschön, dass du da warst. Brauchst du Hilfe beim Bühne verlassen? Nö, absolut. Vielen Dank. Wir kommen zu den nächsten Gästen. Und es ist ganz einfach zu sagen, ein Satz, eine Familie mit Swing. Besser kann man es nicht beschreiben. Sie hat ihn im Blut, sie bringt ihn mit. Begrüßen Sie mit uns von den Swinging Hamlins André, Rachel und David Hamlin. Willkommen! Eine Familie mit Swing, das haben wir hier beim Reinkommen schon gehört. Was habt ihr hier heute Abend gemacht um 19 Uhr? Was war das? Naja, das ist eine Sendung, die wir machen seit dem 15. März auf Facebook, auf Instagram, inzwischen auch auf YouTube. Und die Sendung heißt The Music Goes Round and Around. Und wir haben damals am 15. März versprochen, dass wir diese Sendung jeden Tag machen, bis die Krise vorbei ist. Nach Lage der Dinge reden wir da nicht von Monaten, sondern eher von Jahren. Also wird es noch ganz viele Sendungen geben. Und es schauen jeden Tag Hunderte, manchmal auch mehrere tausend Menschen zu, von Peru bis China, von den USA bis nach Israel oder Kenia und natürlich auch viele in Deutschland. Und Burgwedel. Bei Hannover. Genau, ja. Ja. Wir haben, also die nennen sich selbst Hermelinville. Ja. Eine tolle Community entstanden, eine Gemeinschaft entstanden, die sehr freundlich und solidarisch miteinander umgeht, so ein bisschen anders als das, was man teilweise sonst so mitkriegt. Und das ist wirklich schön, also es macht einen riesigen Spaß und das ist natürlich auch, klar, anstrengend jeden Tag. Ja, eben. Aber mit der Band, die wir jetzt haben, mit den Swinging Hermits, ist es eigentlich, ja, ich bin glücklich. Ja. Aber dieses Versprechen, das wirklich jeden Abend zu machen bis zum Ende der Krise, wie weit tragen die Füße? Das bestimmt ja dann den ganzen Tagesablauf, ne? Die tragen ganz weit. Aber das macht ja Spaß, was wir tun. Es ist ja nicht so, dass wir im Büro sitzen. Und es gibt Struktur. Ja, gibt es. Aber das Ding ist, es ist ja nicht so, dass wir was tun, was uns nicht Spaß macht, sondern das tun wir wirklich leidenschaftlich. Und wir machen das von unserem Wohnzimmer aus und spielen eine halbe Stunde, machen ein bisschen Chaos vor der Kamera und dann sind wir glücklich. Und jetzt hat es sich so sehr entwickelt, dass wir auch Konzerte machen können und hier mit euch sitzen dürfen. Und wir haben wirklich unser, also gut, er hat es schon lange gemacht, aber wir haben unser Hobby wirklich zum Job gemacht. Ja. Mhm. Nur Erträge gibt es da erstmal nicht, ne, wenn es jetzt ums Pekuniäre geht. Verträge gibt es noch nicht, aber... Erträge gibt es schon. Naja, gibt schon. Sagen wir mal so, wir machen das ja zunächst einmal nicht wegen der Erträge. Nee, das also ist mir das schon klar, aber... Ein bisschen ist schon, es ist jetzt nicht so, dass gar nichts ist. Wir
haben ja auch Leute, die immer wieder spenden. Man kann das ja tun über PayPal oder sowas. Und wir haben ja auch Auftritte, wir haben ja auch Konzerte inzwischen wieder, die erstaunlich gut besucht sind. Nur das Problem ist, es geht ja um was anderes. Ich hätte ja, oder wir alle hätten im Prinzip Ende März alle irgendwie auch verrückt, traurig, böse, verzweifelt werden können. Ich hatte 3, 4 Nächte, meine Frau kann das bestätigen, wo ich wirklich nicht geschlafen habe. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt ist Schluss damit. So geht es ja nicht weiter, so kann man ja nicht leben. Und diese Sendung und diese Band hat uns, glaube ich, alle davor bewahrt, traurig zu werden. Und das ist eine, ich sage jetzt mal, emotionale Investition in die Zukunft. Ist ja auch ein sehr Gerne. Ein fröhlicher Musikstil, der ja auch mitreißt. Also ich würde gerne noch mal darauf hinaus, weil ich habe gelesen, dass Sie gesagt haben, also Sie haben am 10. März das letzte Konzert in der Philharmonie gespielt. Das ist richtig. Und dann haben Sie, glaube ich, selbst erzählt, dass Sie am 14. März noch mal im Yorkschlösschen am Klavier waren. Und da haben Sie über sich gesagt, bei den letzten Tönen Tränen überströmt. Weil Sie ehrlich gesagt schon bei den ersten. Oh, ja. Okay. Also das war, also es war Ihnen klar, dass das für lange Zeit das letzte Mal so ist? Ja, natürlich. Also ich sag mal, mir war das auch schon etwas vorher klar. Ich glaube, dass viele teilweise auch heute noch nicht verstanden haben, was hier eigentlich passiert. Das ist nicht irgendwie so eine kleine Krise. Das ist ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte wie 1914 oder 1939 oder 1933. Das ist ein ganz schwerer Einschnitt. Nachdem nichts mehr so sein wird, wie es zuvor war. Und die Vorstellung von vielen, auch das, ja, dann gehen wir wieder zurück und dann wird es wieder, wie es früher war und dann geht es wieder los. Gerade auch in der Musik- und Kunstszene gibt es ja viele Menschen, die das glauben oder hoffen. Ich glaube das nicht. Ich glaube das wirklich nicht. Man muss das, ich habe 3 Tage gebraucht, sag ich mal, um das zu begreifen. Das war nicht einfach. Und an dem Abend, als ich da mit David und einigen anderen Musikern im Yorkschlösschen gespielt habe, ich habe den ganzen Abend eigentlich heulend am Klavier gesessen. Das war schon schlimm, weil mir klar war, jetzt ist erstmal die Musik stirbt. Das war wie ein Abschied, ne? Also für aber ich habe gerade vor ein paar Tagen in meinem Telefon eine Nachricht gefunden, die ich meiner Frau geschrieben habe, irgendwann so gegen 9 abends. Da war ich noch im Yorkschlösschen. Und da schrieb ich ihr, tomorrow we are starting the stream, also morgen fangen wir mit der Sendung an, swing won't die, not under my watch. Swing wird nicht sterben, solange ich sozusagen da bin. Und dann war die Entscheidung gefallen und am nächsten Tag konnte ich wieder gut schlafen und ich war wieder lebendig. Es gab einen Weg sozusagen, ne, den Sie gehen. Liegt es, also diese Kreativität in der Krise, sage ich mal, liegt es daran, weil ihr eine Familie seid, weil ihr zusammengehört, weil ihr euch gegenseitig auch stützt? Ich merke nämlich, dass diese Krise mich überhaupt nicht kreativ macht. Ich könnte schreiben, ich sollte schreiben, ich sitze da und ich hadere mit dem Leben. Diese Musik, die wir spielen, die ist durch eine Krise entstanden, denn durch die große Depression. Und wenigstens konnten die in Clubs gehen und da spielen und Konzerte spielen. Aber ganz viele Musiker mussten ihr Musikerleben aufgeben und sind Schneider geworden oder sind dann nach Europa geflohen. Aber andere haben nicht aufgegeben, wie Benny Goodman und Chick Webb und alle anderen. Und die sind dann auch zu großen Stars geworden, weil sie nicht aufhören konnten. Und die wurden dann kreativ. Und es gibt halt manche Menschen, die halt entweder sozusagen wirklich erst dann durch die Krise leben. Und dann gibt es natürlich Menschen, die dann am Anfang erst davon eingeschüchtert sind, was ja nicht schlimm ist. Das ist es ja wirklich, es ist ja ein Schock für alle. Es war ja auch ein Schock für uns. Ich hatte auch mit meinem Trio geplant, dass wir es 2020, jetzt starten wir durch. Das war von allen so. Sogar in den Zeitungen stand das so, jetzt geht's los. Goldene 20er. Ja. Ja, wir waren schon bei 1929. Und dann war es Full Stop. Und wir haben natürlich zusammengesessen. Interessanterweise, die Idee für das alles ist ja gar nicht von mir. Sondern die Idee ist von meiner Frau. Die ist auch gerade hier, meine Frau Joyce. Der hat vorhin unter anderem auch die Kameras bedient. Genau, sie ist die. Wir hatten die Idee, so Konzerte zu Hause zu machen. Und da sagte meine Frau, das werden die nie erlauben. Das kannst du vergessen. Du musst ins Internet. Du musst eine Sendung machen. Und ich war sehr skeptisch. Und an dem Abend dann aber im Yorkschlösschen habe ich gesagt, gut, dann wir machen das. Und, war das von Anfang an klar, dass Ihre Kinder dabei sind? Ja, die sind ja, wir waren ja vorher schon dabei. Ja, aber ich meine, dass die mitmachen, weil das ist ja das, was Lilo gleich gesagt hat. Jeden Abend um 19 Uhr
Du hast gesagt, das ist eine Freude, aber es ist ja wirklich, man ist verplant. Es zusammen entschieden. Ja, also wir haben das ja, also generell, ich könnte mir ja nichts anderes machen. Das Problem bei Swingmusik ist, es macht süchtig und es macht glücklich. Und das ist halt dieser Effekt. Ich kann nicht wirklich erklären, was Swingmusik so besonders macht, aber ich finde, so eine Musik gibt es nicht nochmal. Das ist es. Und das ist wirklich diese Musik, alle Menschen mit dem Fuß wippen. Ja. Ne, oder jeder macht irgendwie mit. Es ist egal wer, Swingmusik wirklich packt jeden. Und deswegen ist es auch nicht anstrengend oder stressig, weil diese halbe Stunde, die wir machen, es macht nicht nur uns glücklich, sondern ganz viele Menschen überall auf der gesamten Welt. Wechselt ihr in der Besetzung? Das ist ja jetzt eine kleine Besetzung. Und ich habe auf dem Foto gezählt mit der großen Swing Dance Band, ich glaube 16 Personen gezählt. Swing Dance Orchestra. Das Swing Dance Orchestra tritt im Moment nicht auf. Das tritt seit dem 10. März nicht mehr auf. Ja. Gibt es diese neue Besetzung, die heißt The Swinging Harmonies. Und mit dieser Besetzung sind wir im Moment unterwegs. Und wir haben inzwischen die Bestätigung bekommen, dass wir auch unsere Konzerte, die jetzt geplant waren, im Admiralspalast und in München, Hamburg und in Philharmonie in Berlin, die werden wohl stattfinden. Hm. Also, es ändert sich was, ne? Nein, es ändert sich eben nicht. Erstmal sind wir eine große Ausnahme. Also unser Hamburger Veranstalter hat alles abgesagt außer uns. Und in Berlin ist es ähnlich. Und woran liegt das? Weil, und das haben viele nicht verstanden, Kunst unter den Bedingungen der Pandemie im Prinzip nicht finanzierbar ist. Das ist das große Problem. Alle haben den Eindruck, es geht ja jetzt wieder los. Nichts geht los. Schauen Sie, ich mache es ganz konkret. In der Philharmonie, da gehen in Berlin über 2000 Leute rein. Jetzt dürfen die da 400 und ein paar zerquetschte reinlassen. Die Kosten für ein normales Konzert schwanken. Natürlich, je nachdem, wer da auftritt. Aber ich sage mal, grob geschätzt 40.000, 50.000 Euro. Und das betrifft jetzt alle Kosten, die so auflaufen. Die Künstler, die Technik, die Saalmiete, die KSK, die GEMA. Wer soll denn 100 Euro oder 150 Euro für eine Karte bezahlen? Mhm. Das ist erstmal auch komplett nicht sozial, weil das dann nur noch reiche Leute besuchen könnten. Also man kann solche Konzerte nicht umsetzen. Hinzu kommt, dass die Angst, die in die Menschen gepflanzt worden ist, ich sage nicht, dass es grundlos war, ich sage nur, dass diese Angst in den Menschen drin ist. Ich habe gerade gelesen, also das Konzert, nicht, was die Sarah Connor, die wir gut kennen, gemacht hat oder machen wollte mit Bryan Adams und mit dem Bosshaus. Da konnten 13.000 Karten gekauft werden. Und von diesen 13.000 Karten haben sie nur 6.000 oder 7.000 überhaupt verkauft. Mhm. Und dann wurde es abgesagt. Das heißt, die Menschen haben inzwischen auch viele, wir machen die Erfahrung Gott sei Dank bis jetzt nicht, aber viele haben auch Angst, zu solchen großen Events zu gehen. Was momentan geht, sind kleine Sachen. Also deswegen sind wir ja auch klein. Ob das Swing Dance Orchestra, die 16 Mann, ob die irgendwann wieder auftreten können, werden wir sehen. Also wir haben ein Konzert Silvester in der Philharmonie in Essen. Und die bestehen darauf, dass das Konzert stattfindet, was uns freut. Und die wollen auch das große Orchester haben, alle im Abstand. Da sitzen dann alle so 1,5-2 Meter auseinander. Keine Ahnung, wie das geht. Ja, so wie hier. Ja, gut. Also im Saal ist es schon komisch, aber die Musiker dann so weit auseinander. Wir hören es ja auch gar nicht richtig. Ach, die Musiker auch noch auseinander. Na klar. Die Musiker auch. Wie wollen Sie denn ein philharmonisches Orchester auf eine Bühne kriegen? Die brauchen ein Fußballfeld, um da aufzubauen. Mhm. Ja? Und das Komische ist, es macht ja auch eigentlich von der Logik keinen Sinn. Also mit einer A350, da sitzen dann 330 Passagiere drin, kann ich 8 Stunden lang nach New York fliegen, kein Problem. Ist nicht gefährlich, macht gar nichts. Aber auf der Bühne, ein Riesenrisiko ist das. Also ich muss in Zukunft wahrscheinlich in Flugzeugen spielen, das ist dann wahrscheinlich sicher. Das ist nicht logisch. Nein, und das ist das Problem. Ja. Und hinzu kommt noch, und das will ich vielleicht noch diesen einen Satz noch sagen, wir sind momentan, jedenfalls ist das meine Beobachtung, leben wir in hysterischen Zeiten. Die einen brüllen, Maske auf oder ich zeig dich an. Hm. Und die anderen brüllen, Bill Gates will uns alle umbringen. Hm. Dazwischen, die Stimmen der Vernunft sind relativ leise. Und die Menschen, auf Hysterie kann man keine Politik aufbauen, auf Angst auch nicht. Das ist im Moment eine Momentaufnahme, dass die Menschen das unterstützen und so weiter. Wenn die Wirtschaftskrise erst richtig zum Tragen kommt, und die hat noch gar nicht angefangen, die wird gedeckelt mit ganz viel Geld und ganz vielen Maßnahmen. Wenn diese Wirtschaftskrise ins Rollen kommen, mit einer großen Insolvenz. Ich habe gerade gelesen, 63% aller gastronomischen Betriebe und aller Hotelleriebetriebe sind akut existenzgefährdet. Das sind 2/3. Also wer diese Zahl nicht versteht. Das heißt, da rollt etwas auf uns zu, was wir nicht mehr kontrollieren können. Das ist nicht nur Deutschland, das ist die ganze Welt. Meine Frau kommt aus Kenia, was denken Sie, was in Kenia los ist? Das heißt, je schneller man sich daran gewöhnt, dass es eine Zeitenwende ist, auch als Künstler,
desto leichter wird es sein, das erhobenen Hauptes zu ertragen. Und wir haben einfach unseren Weg gesucht und unser Weg ist, diese Musik zu machen. Rachel hat das ja schon beschrieben. Es ist eine optimistische, fröhliche, eine schöne, elegante Musik und damit das absolute Kontrastprogramm zur Realität, so wie es damals in den 30er Jahren auch war. Und genau davon wollen wir jetzt auch noch was hören. Ja. Ja. Sie werden uns was spielen. Sie werden uns was singen. Ich habe es gesagt. Singen, wir werden nein, ich habe Ihre Tochter angeguckt. Ich habe Ihre Tochter angeguckt dabei. Wir landen immer bei diesem Thema. Wir wollten eigentlich auch noch über die ganze Familie, die Generation davor sprechen. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt. Ja. Wir möchten Musik hören. Genau. Ihr macht noch was. Ja. Musik ist immer das Beste, die beste Medizin. Genau. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr für uns gute Musik macht. Dankeschön. Ich glaube, ich komme mal zu dir. Hello? One for five times, four, five times. It's the light, you think's right for five times. Oh, maybe I sigh, or maybe I cry. Even if I die, I'm gonna do it for five times. Dankeschön. Sie haben ja, glaube ich, während der Sendung schon die Musiker vorgestellt bekommen, aber ganz kurz wollen wir es trotzdem nochmal machen. Johannes Krause an der Gitarre, James Cannell an der Klarinette, Jörg von Ording am Cornett, Lars Juling an der Posaune und natürlich Malte Tönnissen am Kontrabass. Und der junge Mann, der sang, David Hermlin. Und jetzt kommt unser Swinging Sweetheart. Ja, sie wird im Oktober 17. Was? Rachel Hermlin und Lonesome Road.
frei mit der Jugend. Ja. Danke. Das nächste Lied wurde meiner Mutter ausgezeichnet gefallen. Denn meine Mutter wurde in Rostow am Don geboren und ist in Moskau groß geworden. Und ich spreche bis heute mit ihr kein Wort Deutsch, nur Russisch. Und das ist ein russisches Volkslied. Ja. Gut, zugegeben, ein bisschen amerikanisiert von dem da, dem Reefer Man. Im Original heißt es Ochi Chorni. Wer macht daraus Dark Eyes? Ja. So. Also. Also zu Hause ist es aber ein bisschen. On these dark eyes, on these gorgeous eyes, on these beautiful eyes, I'll be hypnotized. And I love those eyes when you see those eyes. And I tell you guys, oh, dark eyes. All these gorgeous eyes, all these beautiful eyes, I'll be hypnotized, and I love those eyes. And I love you, dear, but I feel you, dear. When I saw you grow my feelings low, come on in. Thank you.
Was für ein Krach! Dankeschön. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass meiner Mutter diese Version wirklich gefallen hätte. Das nächste Lied ist nicht schön, aber sie zwingen mich. Wir sind ja jetzt ein Kollektiv. Alle entscheiden. Auch der größte Zauberer der Welt hat nur eine Stimme. Wenn Ihnen das Stück gefallen sollte, was ich nicht glaube, können Sie natürlich gerne applaudieren. Aber wenn nicht, wissen Sie jetzt, wer Ihnen das eingebrockt hat. Der da! Bicke. Ja, ich nicht. Lars Juling war, ist an allem schuld. Also wenn es Ihnen gefällt, dann ist es natürlich mein Stück. Einer der letzten Hits von Goethe. Flappe-flutti. If you're feeling low down and don't know what to do. Hey, Yoko, what's up, man? Yes, shut on. Yes, sorry. Right. Yes, the only dance. Oh, my God, Yoko. If you're feeling low down, I don't know what to do. A swinging harmless, come on, here's a showdown. It's the only dance you do. Flap the bluesy with the pipe fly. Flap the bluesy with the pipe fly. Flap the bluesy with the pipe fly. Flap, 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 hören Sie auf! Ich weiß überhaupt nicht, was es da zu klatschen gibt. Aber wenn Sie denken, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden, doch kann es. Und alles nur wegen Renate aus Burgwedel. Nämlich bei unserer Sendung, die Music Goes Round and Round, gibt es jeden Tag was Besonderes. Und am Freitag heißt es It's Your Show. Da können alle ein Programm einschicken. 5 Titel und unsere Programmdirektorin oder Programmdirektor werden. Und das siegreiche Programm, das müssen wir dann spielen. Und vor ein paar Wochen gewann Renate aus Burgwedel. Kein schlechtes Programm, bis auf einen Song. Wir haben lange überlegt, was wir damit machen sollen. Und dann kam das dabei heraus. Nicht dein Ernst. Und die kratzen. Die stinken. Ja, kratzen die kratzen. Hals. Thank you.
Die kratzen am Hals, ganz furchtbar. Ich glaube, bevor es noch schlimmer wird, hören wir besser auf. Doch. Wir spielen noch ein Lied zum Abschied. Ein Lied, das Bing Crosby gesungen hat in den 30er Jahren. Und damals gab es viele solche Lieder in der Zeit der großen Depression. Und in dem Lied heißt es, man könnte doch vielleicht seine Sorgen an einen Drachen hängen. Und dann fliegen diese Sorgen mit dem Drachen auf und davon. Eine schöne Idee. Go fly a kite. Komm mal her, Reiche. Okay. Hier, ich gebe dir mal einen Hinweis, ja? Hör ganz genau zu. Aber es ist nur eine Metapher, nicht? Jingle. Dun, 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 dun. Ah, er hat schon. Hey. Go fly a kite and tie your troubles to the tail. They'll be blown away like a merry gale. Oh, go fly a kite and toss your worries to the wind. And they won't come back where they be too chagrin. Go on, make friends with the sky. Have a talk with the sun. It's the bright way to live. If you order the pond, yes, you can fly a kite. And you imagine you're a king, queen, cause you got the world on a piece of string. Meine Damen und Herren, das Swinging Arm Linz. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und Keep swinging! Dankeschön. Virologen stehen im Moment sehr im Licht der Öffentlichkeit und finden unsere ganze Aufmerksamkeit. Er ist einer von Ihnen und wir haben viele Fragen an ihn. Begrüßen Sie mit uns ganz herzlich Professor Dr. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit. Herzlich willkommen.
Ja, wir haben beschlossen, uns zu duzen. Ach so, okay. Ja, weil mich sowieso ganz Europa duzt, wenn sie mich überhaupt noch kennen. Und dann habe ich gefragt, ob ich aus Ehrfurcht vor dem wissenschaftlichen Titel doch beim Sie sein muss, aber hat sie gesagt, nee, muss nicht. Du bist übrigens der erste Virologe, dem ich leibhaftig begegne. Es gibt ja nicht so viele. Das war meine Frage, wie viele gibt es denn von der Zunft? Ja, eine Hand. Wahrscheinlich kann man gar nicht sagen in Deutschland, sondern ihr seid weltweit vernetzt, ne? Natürlich sind wir weltweit vernetzt, man kennt sich gerade eben in den Arbeitsgebieten, wo man tätig ist, das ist ja dann dennoch relativ breit, manche machen eben HIV, andere machen die Hepatitis-Viren und noch andere eben die Coronaviren und das sind dann ganz, ganz wenige. In Deutschland letztendlich nämlich nur einer und der bin nicht ich, sondern Christian Drosten. Eben. Nichtsdestotrotz kennst du dich natürlich in der Materie aus, weil Virologie ist dein Metier. Ja, letzten Endes. Genau. Und da stellt sich dann auch schon ganz klar die Frage, hast du vorhergesehen, was passieren wird? Also gab es einen Zeitpunkt, wo du geahnt hast, wie sich dieses Jahr entwickelt? Nein, natürlich nicht. Das konnte niemand vorhersehen und es gibt ja auch keine Blaupause dafür. Insofern ist das auch immer, wenn jetzt natürlich dann auch Kritik geübt wird, muss man sagen, man hat ja nicht irgendeinen Ordner aus dem Schrank gezogen und gesagt, so wird das gemacht. Das ist ein Vorantasten und eben gucken, wie es funktioniert. Mhm. Und das muss jedes Land für sich machen. Das ist doch auch, glaube ich, ganz normal, in Anführungsstrichen, für die Wissenschaft, dass man Zwischenergebnisse hat und weiterarbeitet und weiter forscht. Nur für die Öffentlichkeit, die gerne konkret jetzt einen Schlusspunkt haben möchte, ist es ungewohnt, ne? Richtig, in der Wissenschaft haben wir normalerweise sehr, sehr viel Zeit und die haben wir hier nicht. Hier geht es ja um sehr, sehr viel. Hier geht es um unser Land und dass wir gut durch diese Pandemie kommen. Insofern ist das schon was anderes als das normale wissenschaftliche, ich will es ja nicht so, man muss es so salopp sagen, vor sich hinarbeiten. Da hat man Ruhe, da kann man Sachen wiederholen. Da ist jetzt ein ganz anderer Druck natürlich vorhanden, das ist klar. Und was bedeutet das für die Virologen? Bedeutet das unter diesem Druck auch Dinge zu sagen, die vielleicht in die falsche Richtung gehen? Oder kann man es schaffen, diese Wissenschaft sich zu bewahren und muss sagen, wir brauchen Zeit? Das ist immer eine Gratwanderung und es gelingt natürlich nicht immer. Das ist jedem bewusst. Mir unterlaufen genauso Fehler, gerade auch am Anfang, wenn man eben bestimmte Zustände auch beschreiben will, dass man eben bestimmte Wörter verwendet, die für uns eigentlich normal sind, die aber eben in der Bevölkerung ganz andere Empfindungen auslösen. Und da habe ich auch natürlich sehr, sehr dazu lernen müssen. Und da wird man dann eben vorsichtiger. Ne? Was wäre das zum Beispiel? Also wo würdest du sagen, dass... Ja, das Wort Durchseuchung zum Beispiel. Viele verbinden damit, oder wenn sie das hören, etwas Aktives, ein aktives Tun, was aber gar nicht gemeint ist. Wir meinen ja damit, dass etwas stattfindet. Also das, was bei uns jetzt passiert, dass wir eben 1000 Infektionen am Tag haben. Das ist letztendlich ja eine... Etwas, was stattfindet, aber eben nicht aktiv. Ne? Wir können versuchen, das Wort ist bloß so furchtbar. Das Wort ist furchtbar. Ja. Für uns ist es... Normal. Auch wenn es furchtbar ist, aber wir haben das eben in unserer, sozusagen unter den Virologen verwenden wir das eben. Eben hast du verwendet, man konnte das ja nicht voraussehen. War es nicht ein bisschen fahrlässig, dass es nicht wenigstens einen theoretischen Plan gab für eine Pandemie oder eine Epidemie in der Politik, wo man eine Schublade aufmacht und sagt, so, das ist mal, weil heutzutage kannst du ja mit einem Computerprogramm eigentlich alles vorausberechnen. Den gab es. Man hat es ja für das alte, ich sage jetzt mal alte SARS-Virus, es ist ja das gleiche Virus, das ist ja das Faszinierende. Es gibt nur ganz wenige Unterschiede zum alten SARS-Virus, was ja 2002, 2003 den Ausbruch hervorgerufen hat. Und man hat das mit diesem durchgespielt und das ist eben das Interessante. Man kann das eben nicht bis ins letzte Detail, auch für das nächste neue Virus wird man das nicht perfekt planen können. Man wird immer wieder überrascht werden und das wurde man eben auch hier, weil man eben lernen musste, dass eben auch Menschen, die nicht erkrankt sind, das Virus übertragen können. Oder Menschen, die später krank werden, es schon vorher auch übertragen können, wenn sie noch nicht krank sind. Und das ist beim alten SARS-Virus überhaupt nicht so gewesen. Darum konnte man es auch gut eindämmen, weil eben die Infektionen in Krankenhäusern stattgefunden haben, weil die Infektionen durch Kranke sozusagen auch weitergegeben wurden. Und deutlich dann. Genau, und das ist jetzt hier eine ganz andere Herausforderung. Darum haben wir ja auch diese ganzen Maßnahmen, die darauf abzielen, diese unerkannt, weil eben nicht krank Menschen sozusagen von anderen fernzuhalten, also das, was Sie jetzt hier alle durchmachen müssen. Mhm. Verändert sich das Virus jetzt schon in diesem überschaubaren Zeitraum? Das ist immer diese Frage, verändert sich das Virus? Oder liegt das in der Natur der Sache?
Genau, da spielt immer diese Frage mit, was will das Virus? Und da antworte ich immer, das Virus will gar nichts. Das ist letztendlich wie ein Sandkorn, es ist da und das Virus lebt von Kontakten. Wenn man das aus der Sicht der Evolution betrachtet, von Kontakten in einer Zelle, also die Zellorganellen miteinander interagieren, aber wenn wir es jetzt sozusagen auf Bevölkerungsebene sehen, natürlich von unseren Kontakten. Wenn wir uns alle wegschließen würden, dann wäre das Virus weg. Dann würde es einfach wieder wie ein Sandkorn irgendwo liegen, könnte sich nicht vermehren. Und das ist so. Also das Virus will gar nichts. Es ist da, weil wir da sind und weil wir leben, so wie wir leben. Und ist es denn richtig, was wir tun im Moment, dass wir zum Beispiel diese Abstände einhalten, aber trotzdem so einen Abend gestalten? Wie ist Ihre Haltung zu den Maßnahmen, die es im Moment gibt? Finden Sie das alles richtig oder finden Sie, wir sollten es strenger machen? Na gut, das ist jetzt eine sehr, bisschen unterkomplex, eine sehr einfache Frage. Ne? Das danke. Schwer zu beantworten. Ja, also das, was ich am Anfang gesagt habe, nehmen wir zum Beispiel die Maskenpflicht. Also da haben wir ja auch in den letzten Monaten sehr viel dazulernen müssen. Eben ja, genau. Den Punkt, den ich angesprochen habe. Früher hat auch die WHO gesagt, wir brauchen die Masken bei Kranken, ne? Weil sie, wenn sie husten, eben die Tröpfchen natürlich weitergeben können und das wollen wir verhindern. Mit der, sozusagen mit der Erkenntnis, dass eben auch Nicht-Erkrankte das Virus übertragen können, kam überhaupt erst sozusagen die Notwendigkeit, dass wir auf Bevölkerungsebene darüber nachdenken, diese Maßnahme einzuführen. Also die Maskenpflicht, das letzte A in den AHA-Regeln. Und nun ist es aber so, dass die Daten dazu, also was hat das für Auswirkungen, alles andere als solide sind. Das ist einfach so, weil es ein neues Virus ist und wir oftmals natürlich auch von Daten ausgehen, die von einzelnen Individuen oder von einzelnen Experimenten ausgehen. Aber auf Bevölkerungsebene, und das erleben Sie ja jeden Tag, ist die Realität eine ganz andere, dass nämlich die Maske vielleicht bei 20% unter der Nase sitzt oder eben mehrmals verwendet wird. Und das vor allen Dingen auch nochmal gegen andere Maßnahmen, also Abstand halten, zu vergleichen, das ist sehr, sehr schwierig, aber das ist eben auch notwendig. Und ich hoffe, dass diese Untersuchungen, und die werden natürlich auch durchgeführt, dazu führen, dass man eben dann auch genau noch weiß, wo kann man eben die bestimmten Maßnahmen noch ein bisschen spezifischer eben durchführen und dass dieses ganz Pauschale eben auch in der Zukunft vielleicht ein bisschen abgemildert wird, weil das ist das ja, was die meisten eben auch, wir haben es ja bei André Hamlin gehört, deutlich einschränkt. Und dann haben wir natürlich eine ganze Reihe von technischen Möglichkeiten, die ich Ihnen auch nochmal mitgebracht habe. Zum einen, wir werden uns nächste Woche zum Beispiel nochmal beim Bundespräsidenten treffen. Da werden auch Leute eingeladen, die eben Fragen haben. Es gab ja die Demonstration, die eben bestimmte Maßnahmen vielleicht auch genau wie Sie hinterfragen, also wo auch eine sachliche Diskussion notwendig ist. Und eine Frage, die einen immer natürlich auch umtreibt, ist, gibt es das Virus überhaupt? Das ist so eine, ja, weil ich meine, es liegen keine Toten bei uns auf den Straßen und Sie können das Virus auch nicht sehen im Regelfall. Darum finde ich immer das, das habe ich ja auch schon bei vielen anderen Möglichkeiten immer mitgebracht. Hier sieht man mal das Virus, das kann jetzt mal hier bitte vergrößert werden. Ganz kurze Frage, wer sind wir beim Bundespräsidenten, die Virologen? Nee. Das sind Bürger, die er einlädt zum Kaffee trinken, nicht? Und alles dann wird klar. Eben diskutiert, gerade ja. Die eben auch diskutieren wollen, darum geht es ja. Ja. So, was Sie jetzt hier sehen, sind letztendlich so ja, kleine Vertiefungen mit lila Farbe drin. Das sind Zellen, das können Zellen sozusagen Ihres Fingers sein. Und das Virus braucht ja Zellen, um sich zu vermehren. Und wenn es sich vermehrt, zerstört es die Zellen. Und das sind diese kleinen Löcher, die Sie da sehen. Also das Virus frisst Zellen in diese Löcher. Also hier können Sie wirklich in dieser Platte sehen, da ist jetzt SARS-CoV-2 drin, also das neue SARS-Coronavirus. Hier können Sie wirklich das Virus sehen und was es eben auslöst, zum Beispiel in Lungenzellen, dass eben die Lungenzellen zerstört werden. Und das ist eben natürlich die Eigenart dieses Virus. Können wir das nochmal haben? Ja. Auf der linken Seite weniger als auf der rechten. Richtig, genau. Hier sind verschiedene Virusverdünnungen drin. Man kann das natürlich so stark verdünnen, dass letztendlich dann keine Zellen mehr zerstört werden. Also Sie haben hier auf der rechten Seite viel mehr Viren drin, SARS-CoV-2-Viren, als in der linken. Darf ich nochmal auf die Maske zurückkommen? Ich muss sofort husten. Entschuldigung. Ich habe euch etwas mitgebracht. Was? Nein, Entschuldigung, ich bin albern. Ich will aber gar nicht albern sein. Also, wir tragen die Masken, um andere Menschen vor uns zu schützen, falls wir Virusträger sind. Ja. Jetzt habe ich irgendwo, man informiert sich ja von allen Seiten, gehört, gelesen oder ich weiß es nicht mehr, dass aber auch die Viruslast, also dass wir uns auch selber damit schützen mit der Maske. Ist da was dran?
Das ist ja, kann man sich ja ganz einfach vorstellen. Also wir reden jetzt immer über die ganz normalen Alltagsmasken, ne? Oder diese OP-Masken, die meisten eben verwenden. Nicht? Und wenn ich jetzt hier huste und dich anhusten würde, ist doch klar, dass da ein paar Tropfen mehr ankommt, als wenn es zurückgeschleudert wird. Ja. Genau. Ja, so. Und damit kriegst du eine geringere Dosis ab. Und da ist eben die Vermutung, das wurde auch bei der Entwicklung der Pockenimpfung gemacht, dass man nur eine geringe Dosis abbekommt, man eben nicht erkrankt oder nur sehr leicht erkrankt. Ne? Und dass das ein Effekt eben also auch der Maske... Ein zweites Argument eigentlich für die Maske. Oder stellst eine du die Theorie. Maske an sich in Frage? Nein. Nee, gar nicht. Es ist nach wie vor eine Theorie. Ne? Also es gibt keine harten Beweise dafür, dass das wirklich so wäre. Aber es ist denkbar, weil wir das eben von anderen Viren auch kennen. Also die Dosis, Virus, Gift, nicht? Also die Dosis macht das Gift. Mhm. Und weil du ja selber gerade auch André Hermlin und Lilo hat es von sich erzählt und alle Künstler, alle wissen es. Wie siehst du denn Veranstaltungen, wenn die AHA-Regeln eingehalten werden? Sollte das verstärkt möglich sein, auch vielleicht, also zum Beispiel im Kleistforum mit einer Reihe frei, das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Richtig, also wir haben ja die Begrenzungen eben gesehen und dafür haben wir jetzt auch in Hamburg auch mit den verantwortlichen Stellen zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen. Und ich habe hier mal sowas mitgebracht. Das ist dieser Schnelltest, von dem jetzt auch viele Kollegen immer reden. Da gibt es zum Beispiel auch einen Hamburger Hersteller, der sich sehr engagiert hat. Auch internationale Hersteller. Die Frage ist immer der Verfügbarkeit. Dadurch, dass der jetzt in Hamburg hergestellt wird, da können wir 4 Millionen Stück in der Woche herstellen. So. Und da kann man sich eben vorstellen, bei so einer Veranstaltung, dass alle eben 10 Minuten davor getestet werden und nur Negative in so einer Veranstaltung teilnehmen. Aber alle anderen Regeln dadurch wegfallen. Das ist die Idee dahinter. Und dann kann man eben diesen Zeitraum definieren. Sind das jetzt 6 Stunden, sind das 12 Stunden? Und wie viele Menschen können dann eben zusammenkommen? Ne? Das ist letztendlich die Strategie. Wir werden das mit einem Pilotprojekt eben in Hamburg umsetzen, in der Elfi oder eben auch in der Staatsoper. Und das wird dann dazu führen, dass genau solche Veranstaltungen, und André Hermlin hat es ja nun angesprochen, dass das ja genau letztendlich dieser Todesstoß ist, dass eben in so einer Halle nur 500 Leute dürfen und eben nicht 2000, dass das eben wieder möglich ist unter kontrollierten, sicheren Bedingungen, also mit einem negativen Test. Das heißt, wir könnten uns daran gewöhnen, wir kaufen eine Karte für eine Veranstaltung, gehen eine halbe Stunde früher hin, machen den Schnelltest und erfahren darüber aber auch zum Beispiel, dass wir positiv sind. Ja, ist doch gut. Ja, ja, klar, aber das würde bedeuten... Aber dann gehen wir wieder nach Hause. Ja, genau, im besten Fall. Das hoffe ich doch. Ja, natürlich. Und die anderen könnten ohne diese Maßnahmen auch enger sitzen. Ja, natürlich. Also es ist doch logisch, dass wenn man negativ getestet ist, natürlich die anderen Maßnahmen nicht notwendig sind. Ne? Und dann ist das, es geht ja immer um die Reduzierung von Wahrscheinlichkeiten. Und dann kann man genau ausrechnen, und genau das haben wir gemacht, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie einen Test, ist ja immer eine Momentaufnahme, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 6 Stunden einer von den negativ Getesteten dann positiv wird. Ne? Mhm. Das kann man ausrechnen, das ist eben, so wie das Infektionsgeschehen jetzt gerade in Frankfurt ist, verschwindend gering. Und dann kann man wahrscheinlich, wenn man das jetzt in Frankfurt machen würde, auch einen wesentlich längeren Zeitraum zusammen eben auch eine Veranstaltung oder eben eine Feier haben. Und das würde jetzt funktionieren wie ein Schwangerschaftstest? Ja, genau wie ein Schwangerschaftstest. Das ist genau das. Heißt, wir brauchen noch ein paar Toiletten, oder? Nein, ich glaube nicht, dass es über Bibi geht. Ne, genau, es geht über Speichel oder eben die Abstriche, die Sie jetzt auch schon kennen, dass man Nasenabstrich macht und dann ist das Ergebnis eben in 10 Minuten da. Also klassischerweise wie beim Schwangerschaftstest, 2 Linien schwanger, zu Hause bleiben, 1 Linie feiern gehen. Eben hieß es Nasenabstrich, entschuldige nochmal. Ja, bitte. Nasenabstrich. Ich muss jetzt demnächst einen Test machen, der darf dann auch nicht älter als 76 Stunden oder sowas sein, weil ich auf ein Kreuzfahrtschiff engagiert worden bin, was ich nie machen wollte, aber in der Notfrist, das darf ich gar nicht laut sagen. Und es heißt eben, dieser Nasenabstrich sei so unangenehm. Ist da was dran? Wenn der tief durchgeführt wird, ist das sehr unangenehm. Ja. Genau, das können wenige, gerade Kinder, eben nur sehr schwer tolerieren. Darum gucken wir insbesondere auch, ob man diese Testungen eben nicht auch aus Speichel machen kann. Da muss man ein paar Sachen eben natürlich berücksichtigen. Aber prinzipiell ist das auch möglich, eben diese Testung aus Speichel zu machen. Das ist dann quasi wie so ein kleiner Wattetupfer, den man beim Zahnarzt immer in die Backen geschoben bekommt. Ja. Behält man dann 2 Minuten im Mund. Oder ein Kaugummi. Ja, oder ein Kaugummi, der kann sich natürlich nicht so voll saugen mit dem Speichel. Ja, dann kommt der Wattetupfer raus. Und wir können den quasi im Labor dann für den Test verwenden. Ja. Und dieser Test, den Sie da jetzt als Pilotprojekt in Hamburg testen, ist das bezahlbar? Weil das ist ja dann so eine Frage, ne? Wenn so eine Tests sehr teuer sind, dann kann man... Also wenn wir jetzt über die gängigen PCR-Tests, die sind wesentlich teurer. Ne? Sie wissen ja, wie die Preise da ungefähr sind, die aufgerufen werden von 60 bis weit über 100 Euro. Und so ein Schnelltest,
je nachdem, wie viel da natürlich auch verwendet werden, das liegt im Bereich von 10 Euro. Ne? Und das kann natürlich denn, das war ja auch eben gerade die Frage, die diskutiert wurde, kann ich dann überhaupt noch ein Ticket für 110 oder 110 Euro, klar. Die würde sich dann eben so erstmal nicht in diese Härte stellen, ne, bei diesen Schnelltesten. Und wie ist Ihr, ich weiß bestimmt, wird ein Virologe nicht so gerne in die Zukunft blicken, also zumindest nicht in die Kugel, aber glauben Sie denn oder wann glauben Sie denn, wird es einen Impfstoff geben? Haben Sie da eine Prognose? Es wird auf jeden Fall einen geben. Und nein, aber wann? Genau, es wird mehrere sogar, es wird sogar mehrere geben. Und nach all dem, was wir eben wissen, wie die Entwicklung vorangeht und das, was ja gerade diese Woche, auch nochmal Anfang der Woche vom Minister auch und der Forschungsministerin letztendlich mitgeteilt wurde, gehen alle davon aus, dass das nächstes Jahr eben so sein wird. Niemand geht davon aus, dass es einen, ich sage jetzt mal auch wieder so salopp, einen Superimpfstoff geben wird, den alle sofort bekommen und die dann für ein Leben lang Schutz letztendlich gewährt. Also das ist vollkommen unrealistisch, aber es wird verschiedene Impfstoffe geben, die dann bestimmten Risikogruppen, älteren Menschen oder eben auch Kindern, die zum Beispiel ja auch Vorerkrankungen haben können, gegeben werden. Und das ist ja auch ein Durchbruch, das ist ein ganz toller Schritt nach vorne und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht ständig diese negativen Nachrichten hier in den Vordergrund stellen, sondern genau das, Schnellteste, wir haben die Impfung, wir können endlich mal hier wieder zusammensitzen, wir haben fantastische Musik, das ist doch, da kann man sich doch freuen. Also, absolut. Gerade wenn man das mit anderen Ländern eben uns anschauen und da kann man wirklich auch mal dankbar sein, dass man ja nun hier in Deutschland sein kann. Das ist ja letztendlich auch nur ein Zufall gewesen. Ja, das ist ein absoluter Zufall und ich sehe das ganz genauso. Also wir haben eine große Freude gehabt, dass wir das machen können. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Geschichten gerade der Künstler sehr deprimierend und ich habe schon auch den Eindruck, aber auch das ist unwissenschaftlich, dass schon viele Leute einfach sehr gebeutelt sind. Also dass die Gesellschaft, also es ist einfach, wäre klar, am 30. Juni 2021 kommt ein Impfstoff, so das Licht am Ende des Tunnels wird deutlicher. Glaube ich, würde es vielen anders gehen, aber es ist eine große Unsicherheit und in unserer Gesellschaft sind wir Unsicherheit nicht so gewöhnt gewesen und deswegen wollte ich Sie fragen, ob Sie auch so eine psychologische Komponente mittlerweile sehen. Dass ganz klar, also ich habe ja das schon relativ früh gesagt, dass man gerade Virologen neigen natürlich dazu, das sehr aus der Perspektive der Virologie oder auch der Epidemiologie eben zu sehen. Und das führt in der Pandemie nicht weit. Das ist ja genau das Problem, weil genau diese Nebeneffekte, die auftreten, dass viele Menschen sozusagen schweres Los dadurch haben, je länger das geht, desto schwerer wird das. Auch eben die Schädigungen und auch vor allen Dingen die medizinischen Schädigungen, das darf man nun auch nicht vergessen. Viele, viele andere Erkrankungen, wir sehen das jetzt, Kinder, die nicht zur Schule gehen können. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren und die Politik muss da eben genau Maß und Mitte finden und den Ausgleich. Ne? Das ist natürlich nicht die Aufgabe der Virologen, aber man kann natürlich nochmal darauf hinweisen, dass die Virologie natürlich überhaupt nicht alles ist in der Pandemie, sondern dass es ganz, ganz verschiedene Ebenen gibt, die eben ausgeglichen werden müssen, sonst geht das schief. Mhm. Was mich wirklich ängstlich macht, ist, dass die Auswirkungen einer Erkrankung so unterschiedlich sein können. Ja. Geht man besser von dem schlimmsten Fall aus oder kann man annehmen, dass sich etwas abflacht? Also andersrum, ich habe neulich einen Bericht gesehen, weiß ich gar nicht mehr, weil man von allen Seiten Informationen bekommt, über eine Reha, wo Covid-19-Patienten Monate nach der Erkrankung immer noch damit kämpfen, dass sie nicht mal mehr eine Treppe hochsteigen können oder geistige Aussetzer haben. Wird daran geforscht, wie man da eingreifen könnte? Ja, natürlich wird daran geforscht. Ich frage Und es ist auch richtig sozusagen da natürlich, dass wir uns damit beschäftigen. Ich frage mich nur gerade, Lilo, was bringt dir das, dass du dich ständig damit beschäftigst und sagst, okay, es gibt diese sehr schweren Verläufe, die gibt es ja in jeder Erkrankung. Also was macht das mit dir? Hilft dir das? Ich glaube doch... Das ist eine gute Frage. Also, die hilft mir. Die Frage hilft mir. Okay. Ja, vielleicht sollte man sich wirklich nicht mehr... Aber mein Leben sieht so aus, ich wache morgens auf... Und ich bin im Thema und ich kann abends nicht einschlafen, weil ich im Thema bin, weil es eben mit meinem gesamten Leben so viel zu tun hat, dass ich quasi ein Berufsverbot habe und nicht richtig, weiß, wie ich über die Runden kommen soll. Und deshalb bin ich natürlich, wie viele andere Menschen auch, sauge ich alles auf. Ja. Ich habe gar nicht so eine große Angst, dass ich mich irgendwo infiziere. Okay. Das
Das ich halte mich an die Regeln und ich habe nicht viele Kontakte, direkte Art und so weiter und alles überschaubar. Aber was ist, wenn es doch passiert? Kann ich mich jetzt schon von meinem Leben abschließen? Ich gehöre irgendwie zur Risikogruppe 50 Jahre rauchen und 65 Jahre alt. Ja, auch bei der Behandlung werden ja große, große Fortschritte gemacht. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Mhm. Ob das jetzt auch dazu geführt hat, dass wir jetzt auch in Deutschland, obwohl wir sozusagen ja seit Wochen schon höhere Zahlen haben, auf der anderen Seite, was die Kranken betrifft und eben auch die Sterbefälle. Keinen Anstieg sehen, das kann man so klar noch nicht sagen. Es kann sein, dass sich die Älteren und die Risikopatienten besonders gut schützen oder eben besonders gut geschützt werden. Es kann aber durchaus auch noch andere Ursachen haben, die wir noch nicht verstehen. Also das ist genau wieder so. Also die auch im Virus. Nicht alles. Also was das betrifft, was mich da... Aber die auch im Virus liegen, an einer Veränderung da? Also kann es auch daran liegen? Denn es ist natürlich, genau, das Virus mutiert immer. Es verändert sich immer, aber es ist so, dass sie eine sehr, sehr hohe Variabilität haben. Also ganz unterschiedliche Stämme von Viren, die auch in Deutschland zirkulieren. Insofern kann man diese Theorie dann eben nicht unterstützen, weil es müsste sich ja dann ein bestimmter Stamm durchgesetzt haben, der genau diese Eigenschaft aufweist, dass eben die Menschen nicht mehr so schwer krank werden. Und dem ist nicht so. Das sehen wir genau an diesen genetischen Daten. Diese Viren werden ja sequenziert regelmäßig und dann hat man eben eine sehr, sehr, sehr hohe Variabilität, also ganz, ganz viele Stämme, die gleichzeitig... Kann auch ein Stamm noch bösartiger werden? Das kann auch passieren. Es kann in beide Richtungen gehen, aber... Aber es kann auch sein, dass wir irgendwann eine Art Erkältung haben und das ist es dann. Das ist ja bei den anderen Coronaviren, mit denen wir schon seit Jahrhunderten zusammenleben, ja auch so. Das sind ja letztendlich Erkältungen. Die können aber auch zu schweren Erkrankungen führen. Das ist eben auch nicht ausgeschlossen, aber im Regelfall verursachen sie eben keine schwere Erkrankung. Entschuldigt meine Fragen. Ich halte mich an die Feuerzangenbowle. Ne? Da stellen wir uns erstmal ganz doof. Nein, ich finde es ja völlig richtig. Ja. Ich finde es nur interessant, eben, dass, also genau wie du sagst, also man hangelt sich von den Nachrichten zu den Nachrichten und die sind oft nicht so gut. Aber das ist ja schon nicht eine Beruhigung, aber hilft das, dass, was wir im Medizinstudium eigentlich im ersten Semester lernen oder was ich zumindest gelernt habe, die haben gesagt, damit man eben genau nicht verrückt wird, Ärzte werden nie krank und das muss man sich immer, also ich sage mir das immer. Ein Mantra. Alles klar. Es ist ein Mantra und das trägt natürlich. Ja, das finde ich ist doch eigentlich ein Schlusswort, oder? Sonst wird man verrückt, weil man beschäftigt sich ja ständig mit diesen ganzen Erkrankungen. Ja. Und vielleicht geht es jetzt vielen so. Ich meine, jeden Tag sieht man das, was es für schlimme Folgeerkrankungen geben kann. Die gibt es bei allen Erkrankungen, nicht? Also das ist ja jetzt nun keine Ausnahme. Ja. Wir gucken halt besonders genau gerade und dass es uns als ganzes Land so beschäftigt mit diesen Maßnahmen, ist einfach außergewöhnlich. Das ist ja klar, dass die Leute sich deswegen so damit beschäftigen. Aber ich finde es auch gut, da eine wissenschaftliche, nicht Entspannung, aber Klarheit reinzubringen. Nee. Ja. Ja. Also das Mantra, wir werden nicht krank. Ärzte werden nicht krank und wir werden jetzt auch mal nicht krank. Daran glaube ich. Oder? Alles klar. Dann nehmen wir das als vorläufiges Schlusswort. Genau, herzlichen Dank. Gerne. Wir wissen, dass wir uns noch wiedersehen. Das Publikum weiß nicht, warum. Ja, unsere nächsten Gäste... Wir haben überlegt, welche Superlative sollen wir wählen, um sie vorzustellen und haben uns entschieden, wir versuchen es gar nicht erst. Wir freuen uns einfach unbändig über die beiden Musikgiganten Dieter Maschine Birr und Uwe Hasbecker. Willkommen! Ja, wir haben, glaube ich, hast du mit Sprudel? Ich habe nur ohne Sprudel, glaube ich. Ohne. Ja? Ja. Dann passt es ja. Dann sind wir ja gut verteilt. So, die Herren, bitte sehr. Ich habe, danke. Genau, sage ich auch mal Prost. Ja, eigentlich hätten wir uns ja schon im März gesehen. Genau, also erstmal schönen guten Abend. Vielen Dank für den netten Empfang. Ja, ich wollte ja bei euch, oder wir wollten ja bei euch meinen Geburtstag feiern. Ja, am 18. März. Und genau. Das ist ja dann leider ausgefallen. Aber der Geburtstag nicht. Nein, ich hoffe, ihr habt die Geschenke auch aufgehoben. Genau, da gehen wir nachher rum und verteilen, genau. Okay. Ja, aber danach war auch Schluss für euch.
Also ihr habt auch keine Auftritte gehabt in diesem Jahr? Genau, ja. Wir haben dann mal pausiert und ich habe mich sozusagen zu Hause selber ausgebildet als Gärtner. Also wir haben genau gesagt vor 7 Monaten unseren letzten Auftritt gehabt, ja, unseren letzten gemeinsamen Auftritt. Alle großen Konzerte, zum Beispiel für Silly in diesem Jahr, inklusive einer gemeinsamen Geschichte, die wir mit den Rocklegenden gemacht haben, die geplant waren, sind abgesagt für dieses Jahr. Also wir haben quasi ein komplettes Jahr verloren in dem Sinne. Ja. Das ist aber auf jeden Fall verlegt auf nächstes Jahr. Ob es dann stattfinden wird, wissen wir nicht. Wir hoffen das natürlich. Das müssen wir einfach lernen, dass wir manchmal erst 5 Tage vorher wissen, ob wir auftreten oder ja, nicht. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel beide den Vorteil, wir haben 3 Konzerte gemacht, sozusagen Testkonzerte. Das Programm heißt ja Maschine Intim, Lieder für Generationen mit Uwe Hasbecker, der Supergitarrist von Silly, der Multi-Instrumentalist. Ja, absolut. Ja? Und stimmt das, dass du für heute Abend 8 Gitarren dabei hast? Ach nein. Guck mal, kannst du zählen? Naja, sind ich habe keine Linsen drin, ich weiß nicht. Mehr als 3 stehen da. Sind genau 3, also von 3. Mir. Okay. 3 von ja, Maschine und 3 von mir. Praktisch so ein Nebenbei-Projekt, was wir uns beide so aus Spaß leisten, dann in dementsprechend kleineren Locations. Deswegen haben wir natürlich vielleicht eher die Chance, mal wieder gemeinsam Konzerte zu machen vor kleinerem Publikum, weil ja, so wie hier vielleicht wäre nicht schlecht. So, ab Messehalle geht. Ab Messehalle geht. Aber das wollte ich mal fragen, wie seid ihr darauf gekommen? Es liegt ja nicht so fern, dass ihr was zusammen macht, aber dass ihr nun genau eigentlich ein Projekt zusammen geplant habt und das so ein bisschen gestoppt wurde in diesem Jahr. Wie kam das? Wer hat wen gefragt? Oder seid ihr sowieso immer in Kontakt über die Rocklegenden? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, mit den Rocklegenden sind wir natürlich in Kontakt. In diesem Jahr wäre dabei gewesen noch City und auch Dirk Michaelis und Silly. Yeah. Und wir beide kennen uns natürlich schon ewig, aber so enger zusammengekommen sind wir erst 2014. Nämlich, ich habe dann mein Soloalbum gemacht und dann wurde Haspi gefragt, aber kannst du ja erzählen, ob er da. Ja, wir haben einen gemeinsamen Freund, Ingo Politz, das ist ein sehr erfolgreicher Musikproduzent und für den habe ich ganz viel gespielt und er fragte mich irgendwann, sag mal, kannst du dir vorstellen, bei Maschine ein bisschen Gitarre zu spielen? Ich sagte, na klar, warum nicht? Dazu dachte ich, habe Berührungsängste, habe ich aber überhaupt nicht gehabt. Und naja, und dann habe ich das getan und darüber sind wir zusammengekommen und auf einmal war ich in seiner Band. So, Punkt. Ja. Und inzwischen hat er auch 3 Platten eingespielt. Genau. Uwe, weißt du eigentlich, dass wir uns vor 27 Jahren gesehen haben? Ah, ich habe dir ein Foto mitgebracht. Nein. Dankeschön. Oh, das müsst ihr jetzt aber mal erzählen. Ja, das muss ich jetzt natürlich dem Publikum erzählen. Da bist du jetzt leider nicht zu sehen, aber das ist sozusagen... Ich glaube, Frau Jaschke hat euch interviewt oder der Littmann, ich weiß es nicht. Ja, das ist unser Auftritt sozusagen auf dem Zeltplatz in Göhren bei der Schmidt-Mitternachtsshow Wo in diesem Sommer 93. Wir sind ein einziges, also wir haben aus dem Schmidt-Theater mehr als 3 Jahre lang gesendet, die Schmidt-Mitternachtsshow einmal im Monat, samstags. Und wir sind einmal nach außen, nach Rügen, und da waren die ganzen DDR-Stars. Genau. Helga Hahnemann guckte aus so einem Wohnwagen raus, Philly war da, ich habe Tamara noch kennengelernt. Ja. Es war für mich toll, es war großartig. Wir haben es auch nie vergessen, deswegen habe ich das Foto heute früh rausgesucht. Na klar, habe ich für dich. Ja, danke. Halt die Kamera, bitte. Lilo, halt mal die Kamera, damit wir das alle sehen. Da, guck mal. Ja. Da treten sie unter freiem Himmel auf. Frau Jaschke, die Mitmoderatorin und ich haben so getan, als ob wir mit dem Ruderboot aus Hamburg über die Ostsee gekommen wären. Ja, wir sind seit die Zeit. Ich kann noch was erzählen dazu. Wir sind mit dem Flieger gekommen, nach sozusagen auf Rügen gelandet irgendwo mit einem ehemaligen Militärflieger, der uns dann im Dunkeln, der durfte eigentlich nicht mehr starten, der hat den Flugplatzwart mit einem Fuffi pro Stunde, weil wir irgendwie zu spät weggekommen sind. Und der ist dann, war ein ehemaliger Militärflieger und der hat gesagt, macht euch keine Sorgen, sowas machen wir mit links und ist dann im Dunkeln irgendwie gestartet. So in 200 Meter Höhe. Weil wir am nächsten Tag irgendwie, es gab noch keine Autobahn damals, noch keine A20, keine Ostseeautobahn und wir hätten ewig gebraucht zurück und wir mussten am nächsten Tag irgendwie in Berlin sein. Zur Funkausstellung und jedenfalls war es ein super. Und Tamara hat noch eine sozusagen Fischbrötchen gegessen und sich eine Salmonellenvergiftung geholt. Nein. Da habe ich auch noch eine Geschichte. Entschuldigung. Nee, ist alles gut. Meine Kinder waren mit
Und die Bengel haben, das war ganz am Anfang, dass man was scannte. Und diese Schranke zum Campingplatz, die musste mit dem Scanner aufgemacht werden. Da haben die eine Milchtüte rangehalten und damit das ganze Ding ruiniert. Und dann ging diese Schranke nicht mehr auf und zu. Und sie blieb zu. Ja, bis dann endlich ein Techniker. Wie, ihr habt auf dem Campingplatz übernachtet? Mit einer Milchtüte, da war auch schon so dieses... Na, wie heißt es denn? Ich weiß nicht mehr. Na, so ein Laser oder ja, so. Ja, ja, sowas. Und dann haben sie die Milchtüte vor den Scanner gehalten und damit war die Schranke ruiniert. Aber gut. Wenn wir lass uns aber jetzt etwas Offizielleres. Ich würde gerne mal, weil bei der Recherche bin ich auf eine Erklärung gestoßen, denn Dieter, Maschine, Birr, diese Maschine, ich habe immer gedacht, und ich kenne die Pudis auch schon ein paar Tage, das ist der Ackerer, der Macher der Maschine. Habe aber jetzt gelesen, das heißt eigentlich Fressmaschine. Irgendjemand hat mal behauptet, du würdest für drei essen und nannte dich immer nur Fressmaschine und dann ist irgendwann das Fress weggefallen. Stimmt das? Zumindest entstanden, das hat unser damaliger Schlagzeuger gesagt, der hat gesagt, der frisst ja wie eine Maschine. Und das ist irgendwie Fressmaschine kurzzeitig entstanden, aber zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt. Das ist nur die Maschine geblieben und war das auch so? Also, ich habe gerne gegessen, immer Steak mit Pommes frites und Sauce Bernays und Kräuterbutter dazu und oftmals eben auch doppelt. Wir waren ja unterwegs gewesen, damals war das noch nicht so bei den Konzerten mit Catering, also wir sind immer unterwegs essen gegangen und da hat sich das so eingebürgert. Man durfte ja damals auch noch rauchen, ich war ja auch Raucher und dann war das natürlich immer eine schöne Sache, schön essen gehen. Rauchen, wieder essen, genau, wieder rauchen. Aber guck dir doch mal an, wie groß der ist, da passt doch was rein. Passt doch was rein, genau. Und außerdem muss ich mal so sagen, ich kann das ja nun von Ferne irgendwie oder von der Seite beobachten, dass Maschine im Sinne einer Maschine, also jemand, der ganz viel Energie hat, das ist wirklich so. Oder? Das war auch immer so meine, wie gesagt, ich war ganz überrascht, als da das Stress. Und ich habe gedacht, das kommt von deinem Ursprungsberuf her, dass du an der Maschine gearbeitet hast, als Universalschleifer. Richtig, ich habe gelernt, Universalschleifer. Ich wollte eigentlich Dreher werden. Und da war aber nichts frei und dann habe ich Universalschleifer gelernt. Was ist ein Universalschleifer? Eigentlich wollte ich ja schon immer Musik machen. Ja. Ich wollte nur vermeiden, zur Musikschule zu gehen, weil es war ja damals so, zur Musikschule gehen bedeutete, man musste Lieder spielen, die man nicht so wollte. Man wollte ja damals natürlich lieber Stones und Beatles und so weit spielen. Und dann habe ich mich entschieden, einen Beruf zu lernen. Und dachte, wenn du in eine Fabrik gehst und an eine Maschine gehst, dann muss man nicht so viel selber arbeiten. Ach, die Maschine arbeitet. Arbeitet die Maschine, genau, ja. Aber natürlich habe ich immer schon nebenbei Musik gemacht und musste dann irgendwie tauschen mit der Schicht oder habe andere dann mal mit so einer Lochkarte hier, wie nennt man das hier? So eine Stechuhr oder so. Genau, Stechuhr, ja. Andere stechen lassen und zum Glück hat sich das dann so ergeben. Ich habe dann die Musikschule doch gemacht. Mhm. Und bin dann sozusagen richtig offizieller Berufsmusiker geworden. Ja. Aber bist du außerdem Universalschleifer, ist das zu Ende gegangen, die Ausbildung? Ja, ja. Ja, das ja. Ah, okay. Und hast du das jemals dann angewandt im Leben? Ja, ich habe angefangen und da gibt es eine schöne Geschichte. Mein Freund Fritz Puppel, den ich schon seit 100 Jahren kenne, das ist der Gitarrist von City. Mit dem war ich schon damals befreundet, als wir noch jugendlich waren. Und wir haben zusammen in einer Band gespielt, bei den Lunix in Treptow im Twistkeller. Das war ein ganz berühmter Laden gewesen. Und habe ich nebenbei gearbeitet, oder nicht hauptberuflich gearbeitet. Und eines Tages kam er an mit seiner Freundin, mit der er heute übrigens immer noch verheiratet ist, Miki. Schön angezogen, Zigarettchen, mittags um 12 zu mir in die Fabrik. Ich völlig eingesaut mit dreckigen Klamotten und gesagt, er hat jetzt aufgehört zu arbeiten, er macht nur noch Musik. Habe ich gesagt, wunderbar, dann habe ich auch die Kündigung eingereicht und dann war ich praktisch innerhalb von einem Monat auch hauptberuflich Musiker. Und leider sind wir dann aber beide zur Armee gekommen und damit hat sich das dann erledigt, dann mit einer gemeinsamen Band und zwischendurch kam dann die Bestimmung raus, dass man als Musiker auch eine Berufsausbildung haben muss. Und da gab es natürlich viele Leute, die haben dann trotzdem hauptberuflich Musik gemacht, wenn man so will, und haben dann irgendwelche Scheinberufe gemacht, haben bei der BEWAG gearbeitet, Zähler abgelesen oder Hausmeister gemacht oder so weiter. Ja. Also es war auf jeden Fall sehr abenteuerlich, aber auch sehr schön. Ja.
Und wir haben wirklich nicht die Musik gemacht des Geldes wegen, sondern einfach nur, weil wir einfach geil fanden, auf der Bühne zu stehen, Krach zu machen. Und wir waren auch nicht besonders gut, hatten keine besonderen Instrumente. Das kam dann alles natürlich erst viel später. Aber wir hatten unseren Spaß und wir haben dann wirklich auch die Zeit genutzt, um zu üben, zu proben. Also yeah. Wir haben damals, unsere Vorbilder waren damals die Shadows, das war so eine Gitarrenband gewesen. Dann kamen natürlich nachher die sogenannten Beatgruppen, das haben wir dann gecovert und so hat sich das dann entwickelt. Ja, yeah. Und weil es ja immer die Frage ist, und du das auch gerade gesagt hast, Stones oder Beatles oder beide? Beides. Doch, beides. Ich war beides, ja. Ich habe ja damals schon immer alles mitgeschnitten, ich hatte ein Tonbandgerät und damals war es auch noch so, da musste man sonnabends arbeiten. Mhm. Und sonnabends gab es aber eine Sendung, die nannte sich auf BFN Saturday Club. Mhm. Und da waren Bands, vielleicht kann sich da noch jemand dran erinnern, englischer Sender, und da waren die Bands live drin gewesen, also Beatles, Stones, alle, was damals so war, Searchers, Tremolos, Troxer, weiß ich nicht. Und meine Mutter, die hatte sonnabend frei oder hat, glaube ich, da ja nicht mehr gearbeitet, die musste dann natürlich mitschneiden. Und meine Mutter hat sonnabends immer sauber gemacht und, ja, also so typisch, ja, ich kenne ihn, der ist heute auch hier, der hat sonnabends auch immer seinen Putztag, wenn ich ihn anrufe, und jedenfalls war das damals noch so, da hatte man noch keine Diodenstecker, sondern Bananenstecker hinten dran. Ja. Das heißt, du musstest die Lautstärke so machen, dass der Tonband gesättigt wurde. Da gab es so ein magisches Auge, dass du sozusagen die volle Leistung rufst. Und jetzt musste meine Mutter sich den Sender natürlich in einer gewissen Lautstärke anhören. Alles in Englisch, die hat nicht kein Wort verstanden. Ja, doch, Englisch konnte sie, aber natürlich war sie da auch schon lange raus gewesen und musste die Musik ertragen. Und das hat sie gemacht. Hat sie gemacht. Stunden. Hat den Staubsauger dagegen angeschaltet. Wahrscheinlich. Ja. Und was ist es bei dir, Uwe? Gibt es da eine Entscheidung zwischen Beatles und Stones? Oder wie ist deine Musiksozialisierung gewesen? Also muss ich mal so sagen, ich bin ja quasi deutlich jünger. Schön, ja. Und nee, das war tatsächlich dann schon ein bisschen vorbei. Also sorry. Ich habe beide Bands später für mich entdeckt. Ja. Bei mir ging es so mit Deep Purple los. Ne? Das war so die Zeit, wo ich drauf gestoßen bin. Dann kamen so komische Bands, seltsame Bands, Slade, Sweet. Oh, und so Sweet weiter. Und Slade sind keine seltsamen Bands, es sind große hinzu, Bands. Ja, also ja. So ein bisschen Glitterzeug und was weiß ich. Und dann bin ich auf den Blues gestoßen. Ja? Auch übers Radio übrigens. Ich habe das neulich für eine Sendung, die ich demnächst mache, auf Radio 1, wo es um meine Anfänge auch geht und so weiter, habe ich zufällig einen alten Tonbandmitschnitt gefunden, und zwar Freddie King aus dem Onkel Pö in Hamburg. Mhm. Ein Mitschnitt von NDR 3. Das habe ich irgendwie zufällig aufgeschnappt, also mitgeschnitten, und habe das gefressen. Und davon habe ich Gitarre spielen gelernt im Prinzip. Ja. Echt? Ja. Ja. Ja, ja. Aber ursprünglich kommst du ja aus einem ganz klassisch orientierten Haus, also bist ja so aus einer Musikerfamilie, ja, kann man sagen. Und hast auch wurde ich mit der Geige. Ja, wollte ich gerade sagen, es fing auch mit G an, war aber Geige. Genau, mit Violine. Ab 7 Jahre hatte ich mir selbst ausgesucht und wollte das auch. Und da gab es auch so ein paar Highlights. Ich habe mal David Oistrakh, ein ganz bekannter russischer Geiger, den habe ich mal erlebt in Halle im Theater. Meine Mutter war dort Sängerin und ich durfte zu ihm in die Garderobe, und da war ich gerade am Anfang und durfte ich seine Geige in die Hand nehmen und so. Und das waren natürlich so entscheidende Momente, die mich dann auch ermutigt haben, weiterzumachen. Aber das ist schon ein harter Weg mit der Geige, ne? Muss ich mal so sagen. Also irgendwann hatte ich keine Lust mehr, und dann kam über den Umweg Schlagzeug, kam ich zur Gitarre. So, ne? Genau, und viel gefragt, ne? Also erstens hast du ganz viel, aber du spielst auch wirklich bei ganz vielen Leuten mit, ne? Du bist ein begehrter Musiker. Ja, das hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit. Ne? Also man macht die ersten Erfahrungen, spielt in den ersten Bands bei Stern Meißen. Ja, dann, das waren 6 Jahre, und dann bei Silly, das war eine entscheidende Zeit für mich. Ja? Da habe ich ganz viel gelernt, auch Richtung Komposition und Produktion und so weiter. Und dann erweitert man einfach seinen Horizont. Ja? Also ich habe eben gedacht, das ist ja so eine interessante Geschichte, und gleichzeitig ist es ja auch Teil der DDR-Geschichte. Ist mal überlegt worden, über Silly oder über dich so ein Biopic, sagt man ja heutzutage, also so eine Geschichte. So wie Gundermann oder Lindenberg-Filme, sowas, Pudis, ja? Und Silly-Filme. Na, oder ja, es gibt gerade, es gibt gerade Gespräche.
Mehr will ich nicht verraten. Okay, aus Aberglaube oder weil es noch nicht so spruchreif ist? Nee, ach, das ist so eine Sachen sind immer schwierig. Das ist nicht, das ist manchmal langwierig und hängt auch ein bisschen davon ab, ob man da okay, ob sich finanzieren lässt. Ja, ja also an den Finanzen hängt immer ganz viel. Aber deswegen will ich da nicht zu viel vorgreifen. Alles klar. Gibt Gespräche. Letztes Jahr wart ihr auf Tournee mit zwei Sängerinnen, also nicht gleichzeitig, aber mit Jule Neigel und mit Anna. Doch, mit gleichzeitig. Mit waren beide gleichzeitig? Ja, ja. Ach so, ich dachte, die waren alternierend. Nee. Jedes Konzert, so. wir haben 10 offizielle Silly-Alben gemacht während der gesamten Band, des Bandbestehens und haben uns ein Konzept überlegt, dass wir 10 Konzerte machen und jedem Konzert ein Album widmen. So, das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Es waren 65 Songs, die wir da können mussten. Jedes Konzert war anders, ein bisschen anders. Ja. Und haben die auch die Songs gewechselt, die beiden? Ja. Wahnsinn. Jeder Abend anders. Wow. Und das war aber ganz toll, das war eine tolle Erfahrung. Viel Vorbereitung, viel Arbeit wirklich in der Vorbereitung für 10 Konzerte, lächerlich eigentlich. Wir wollten das ein bisschen in einem ähnlichen Gewand dieses Jahr weitermachen, ist natürlich sozusagen dann nicht passiert, aus bekannten Gründen, aber wir wollen das Konzept im nächsten Jahr irgendwie fortführen. Auch da will ich nicht zu viel vorgreifen, man weiß nicht, was wir passiert. Wir müssen im Moment von einem Tag... Von der Hand in den Mund, sozusagen. So ist es einfach, ja. Aber es waren eben beide immer dabei und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil die sind so ein bisschen... wie Feuer und Wasser, so ganz verschieden, beide von also völlig verschiedene Charaktere, völlig verschiedene Stimmen und trotzdem irgendwie hält das zusammen durch irgendein rotes Band, keine Ahnung, irgendwie hat super funktioniert. Wir waren ganz glücklich damit. Über die andere Anna reden wir nicht mehr, ne? Nö, müssen wir jetzt nicht. Alles gut. Also weißt du, dass die bei mir Haushaltshilfe war, als sie in Hamburg studiert hat? Ja? Lilo kennt jeden irgendwie. Naja, jeder fängt mal an. Und die Pläne, gibt es noch Pläne in diesem Jahr? Also ihr habt ja, also du hast gerade was von Radio 1 gesagt, eine Sendung, aber werdet ihr zusammen, also das heute ist ja ein großer Auftritt, ne? Erst seit gesagt, 7 Monaten, also für mich zumindest. Ja. Seid ihr aufgeregt? Habt ihr Lampenfieber? Ja. Nein. Doch. Na klar, es ist also eine gewisse Anspannung, weil man ist irgendwie raus und ein bisschen Routine ist ja eigentlich bei, aber wenn man jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt hat, ist dann eigentlich auch die Routine weg. Nee. Doch. Das ist ja also ich habe eigentlich vor jedem Auftritt bin ich irgendwie angespannt. Also vor jedem Konzert, vor jedem Auftritt, egal ob das früher war, jetzt vielleicht nochmal ganz besonders, das kann schon sein. Ja. Wollen wir es dann trotzdem wagen? Eine rhetorische Frage. Da gab es schon das Echo. Ja. Also wir sind sehr stolz, dass ihr hier bei uns seid und dass ihr, nachdem der März so schiefgelaufen war, wiedergekommen seid. Das ist eine große Freude. Aber ich glaube auch ganz große Freude bei unserem Publikum. Jetzt erzähle ich es doch, vorhin ist der Junge bei euch in der Garderobe gewesen? Ja. Ja, das müssen wir kurz erzählen. Ein Junge, 11 Jahre alt, der durch die Pudis dazu gebracht worden ist, sich selber Gitarre beizubringen und der dichten vorhin treffen durfte. Und der ist hier im Publikum? Ja. Johann. Er war vorhin da gewesen, hat geklopft und er hat ein Autogramm gekriegt. Super, sehr schön. Mit dem Elfjähriger, der mit den Pudis getan hat, das ist doch toll, wenn das so weitergeht. Wie schaffen wir jetzt den eleganten Übergang? Wir könnten uns bedanken und uns freuen und euch ein bisschen Zeit lassen. Ja. Erzählt noch ein bisschen was. Ja, was erzählen wir denn da? Ach, weißt du, was wir erzählen, Lilo? Also erstmal vielen Dank für diesen ersten Teil. Der zweite folgt sogleich. Achso, jetzt wollte ich zu dir kommen. Achso, na, wir können uns ja hier so in der Mitte treffen. Wir können uns auch mal aufs Sofa setzen. Wir haben auch nebeneinander gesessen. Ja, ups, in dem schönen Frankfurt, das sind einen unfassbaren 16. September beschert hat. Ein Sommertag, oder? Also sowas. Heute Nacht soll es, also morgen soll es 10 Grad kälter sein. Ja, aber heute war es 10 Grad wärmer. Kannst du mal ein bisschen positiver sein, so ein bisschen? Ja. Also wir könnten schon mal, Ich bin bloß beim halb vollen oder halb leeren Glas gerade. Und wie ist deins? Meins ist leer. Ja, aber das verstehe ich auch. Ich finde, nein, meine ich jetzt gar nicht. Ich bin guter Laune, das hat mir heute Abend so viel geschenkt.
oder? Unsere Gäste und ihr als unsere Gäste, das war wirklich Tat der Seele und allem anderen auch gut. Wobei, ich sehe hier viel weniger als im Kleistforum. Es könnte auch leer sein. Aber ab und zu hören wir euch doch. Yeah. Also, wir wissen jetzt schon, dass wir gerne... Dankeschön. Ja, dankeschön, das ist nett. Wir wissen jetzt schon, dass wir am 16. Dezember wiederkommen wollen. Das können wir schon mal in den Raum bringen. Ja. Gebt ihr uns ein Zeichen? Ich glaube, ihr seid fertig, oder? Ja. Dann quatschen wir das andere, wenn ihr durch seid. Genau, dann hören wir sofort auf. Viel Spaß mit Dieter Maschinebill und Uwe Hasbecker. Leben, auf die Liebe, auf die Welt, die uns.
Dankeschön. Dankeschön. Na, ging doch einigermaßen, Hasper, ja, oder? Ja, super. Warst du zufrieden? Ja, ja, alles gut. Ja, ist schon ein komisches Gefühl, so nach einem halben Jahr wieder auf der Bühne Musik zu machen vor Leuten, vor allen Dingen vor so netten Leuten und vor allen Dingen auch so vielen Leuten. Wir waren mit den Pudis damals vor mittlerweile 40 Jahren in London gewesen oder in der Nähe von London und haben da ein englischsprachiges Album produziert. Und dann kam eines Tages, es war im Dezember, am 6. Dezember 1980, unser Produzent ins Studio und hat gesagt, John Lennon ist tot. Und an dem Tag konnten wir natürlich nicht mehr arbeiten, weil unser Produzent war auch gleichzeitig Musikjournalist und hatte viel zu tun und wir waren alleine dann im Studio, haben eigentlich nichts gemacht und da stand ein Klavier rum und da habe ich dann mit einem Finger gespielt, ich kann ja nicht Klavier spielen und da ist dann sozusagen diese Melodie entstanden. Ja, und daraus ist dann der Song Hey John entstanden. Vielen Dank.
Dankeschön. So, jetzt kommt ein Lied für die Leute, die vergessen haben. Oh, hier muss man noch mal kurz nachstimmen, ein bisschen. Aber ich kann ja weiter erzählen für die Leute. Oh, Moment, schon muss man doch ein bisschen mehr stimmen hier. Die vergessen haben, dass sie einmal jung waren. Aber die sind ja heute sowieso nicht hier. Das Stück heißt Die Boote der Jugend. Zählst du ein? Ja? Eins, zwei, drei. Hast du eine Manoline? Es gibt manche Leute, die haben vergessen. Sie an dem Boot der Jugend gesessen, indem sie fuhren gegen die Flut mit Segeln aus Jeans und Rock'n'Roll im Blut. Heute liegen sie an Stegen der Toleranz. Die Boote aus sicherer Distanz und zeigen verächtlich mit Fingern auf sie, verkünden die Jugend sei verdorben wie nie. Noch vor ein paar Jahren, als sie selber jung waren, sie die Freiheit sich nahmen, anders zu sein. Doch das gleiche Recht räumen sie der Jugend von heute leider nicht ein. Einst waren sie Rebell gegen Spießigkeit. Sie sprengten die Normen ihrer Zeit. Ideale und auch manches Idol. Und ihren Habitus machten sie zum Symbol. Noch vor ein paar Jahren, als sie selber jung waren, sie die Freiheit sich nahmen, anders zu sein. Doch das gleiche Recht räumen sie von heute leider nicht ein. Sie denken heute leider nicht mehr daran. Dankeschön. So, das nächste Stück ist von meinem Soloalbum. Ich muss mal wieder kurz stimmen, wenn man hier mit Kapotasse arbeitet, dann verstimmt sich manchmal so ein bisschen hier die ganze Geschichte. Ein Stück vom Album, von meinem Album Neubeginner. Und auf diesem Album hat ja mein alter Kollege und Freund Heinz-Rudolf Kunze ein paar Texte beigesteuert. Auch bei dem folgenden Lied, ich weiß nicht, ob er das selber erlebt hat, aber vielleicht hat das jeder schon mal erlebt, der in einer längeren Beziehung ist. Irgendwann merkt man, Mensch, irgendwie, er oder sie sagt ja gar nichts.
so eine Stille und man weiß ja auch nicht, warum eigentlich. Da hab ich jetzt irgendwas falsch gemacht und da entstehen dann manchmal so kleinere Konflikte. Geht alles hier? Okay, dann spielen wir die Nummer jetzt einfach, weil ich jetzt so lange hier rumquatsche. Das Stück heißt Deine Stille. In die Zeitung wie ein Detektiv. Ich warte auf ein Lebenszeichen, bin ich zu naiv? Du schweigst mich an wie ein Vulkan, der vor dem Ausbruch steht. Ich habe einfach keinen Plan, wie das jetzt weitergeht. Kälte hier im Raum, so viel Stummes. Dann wach ich auf aus diesem Traum, sag doch irgendwas. Der Wunsch muss noch erfunden werden, den ich dir nicht erfülle. Doch was ich nicht ertragen kann, als Mensch und ganz speziell als Mann. Thank you.
Was? Mensch. Ja. Uwe, dein Applaus. Ja, danke. Ich habe hier so viele Tasten und Instrumente. Kommt gar nicht zum Bedanken. Vielen Dank. Dankeschön. So, ich möchte jetzt noch einen Gast auf die Bühne bitten. Es ist ein großartiger Gast. Er ist... Ach, da bist du ja schon. Er hat extra gesagt, ich soll nicht sagen Professor und Doktor, sondern ich soll einfach nur sagen Jonas. Genau. Und hier ist Jonas. Jonas, sag mal, wie bist du dazu gekommen, jetzt hier sozusagen mit uns gemeinsam zu singen? Das war ja irgendwie dein Wunsch. Ja, das war eine verrückte Idee. Ich habe gesagt, ach, da wird gesungen, das ist ja super. Und dann hieß es plötzlich, ich soll mit euch singen. Und dann war nicht mehr so doll. Dann dachte ich, oh Gott. Was für eine Verantwortung. Also, ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt zu euch kommen müsste und würde irgendwelche Bieren untersuchen müssen. Also, das ist ja nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Okay, also... Dann fangen wir an, wa? Ja. Eins, zwei. Fahren zwar durch alle Meere,
waren zwei in einem Boot. Der eine kennt die Sterne, der andere ist das Not. Sind nicht zu trennen, bleiben bereit. Auch nach der Reise sieht der Morgen erscheint. Sie finden zueinander auf Lebenszeit. Steigen zwei auf hohe Berge, steigen zwei zum Himmel dicht. Der eine blickt die Welt an, der andere sieht das Licht. Doch liegt die Erde flach auf der Hand, sind sie den Wolken nah und verwandt und halten zueinander. Na komm! Lebenszeit. Durch laute Straßen gehen zwei der Steine auf. Den einen ruft die Arbeit, den anderen Mühe auf. Schon kommen Tage, die man nicht zählt. Schon ist entschieden, schon ist gewählt. Doch tragen sie einander Lebenszeit. Okay, dann unterstütze mich mal jetzt. Na los, kommt! Noch lauter! Dankeschön! Thank you.
es mir so gern. Weiß. So werden stark und voll Energie. So waren sie, so waren die Eisbären noch nie. Ja. Yeah. Alles, was zu Ende ist, kann auch Anfang sein. Man sollte nicht an alten Zeiten kleben. Doch ich bin kein Ignorant, der zu schnell vergisst. Das, was einmal war, ist auch mein Leben. Vieles habe ich nicht erkannt, manches auch versäumt. Ich habe immer was gefunden. Träume vom Schlaraffenland hab ich auch geträumt. Als ich hinkam, war es schon verschwunden. Was bleibt, was uns bleibt, sind Freunde. Uns bleibt, sind Freunde im Leben. Mauern werden aufgebaut, Mauern stürzen ein, doch sie können Menschen auch erschlagen. Wenn das Eis zu tauen beginnt, bricht man auch schnell ein. Ersten Schritte muss man wagen. Was bleibt, was uns bleibt,
uns bleibt, sind Freunde im Leben. Na kommt! Oh, der hat uns Küsse zugeworfen. Oh. Mein Mikro war schon wieder. Stehen wir auf. Eins, zwei. Oh. Na gut, dann machen wir noch einen. Und zwar würde ich jetzt ein Lied singen. Das habe ich jetzt inzwischen mit seiner Kollegin gesungen, nämlich mit Julia Nagel. Die hat bei mir nämlich 2014 mit dem Album mitgesungen, ein Song, Regen. Und da gibt es eine kleine Geschichte zu. Da ich ja wusste, dass Haspe so fantastisch Geige spielt, habe ich ihn gebeten, ob er nicht bei dieser Aufnahme Geige spielen kann. So, heute ist es ja so, man müssen ja nicht mehr alle im selben Studio sein, sondern er hat die Aufnahme gekriegt auf so einem Stick und dann hat er es in seinem Studio eingelegt und hat dazu gespielt, wie ich annahm. Dann habe ich die Aufnahme wieder gekriegt und da war zwar eine Geige irgendwie drauf, aber das Hauptmotiv, was ich eigentlich mit der Geige haben wollte, hat er gepfiffen. Und ich war im ersten Moment so ein bisschen, dachte, Pfeifen, aha, Scorpions, Wind of Change. Und dann dachte ich aber, irgendwie passt es zusammen. Der Song handelt ja davon, wie jemand sich nochmal sozusagen im Herbst neu verliebt, der traurig durch ein, was du noch nicht weißt, ein schlechtes Wetter. Was du noch nicht weißt, warten. Meine Freundin hat auch Background gesungen. Ja, na Background, ja. Aber du hast gepfiffen. Gepfiffen habe ich auch, so. Ja. Und jetzt ist natürlich das Problem, live pfeifen ist schon mal eine andere Nummer als im Studio. Und jetzt... Ja, ich habe vor allen Dingen trockene Lippen. Ja. Egal. Jetzt, ihr jetzt, müsst mir helfen. Jetzt musst du pfeifen, Haspe. Gibt's, vielleicht ist das irgendwie ein Virus verantwortlich. Meine Stimme versagt doch gerade. Ja, habt ihr noch mal einen Schluck da zu trinken? Ja. Wenn ich komme, morgen noch mal wieder. Gut, okay. Eins, zwei, drei, vier. Zu sterben, Wolken hingen
kalter Regen fiel die Scherbenglas herab wie ein Textfeuer. Als du kamst in mein Leben, war der Sommer längst vorbei. Als du kamst in mein Leben, war es mehr als Liebelei. Und ich spür den Regen und den Wind. Und ich fühl, wie in mir der Sommer neu beginnt. Du kamst mit dem Regen, du kamst mit dem Wind, du warst das helle Licht in der Dunkelheit. Plötzlich war mein Leben wie ein kitschiger Roman, wie im Wunderland voll Seligkeit. Als du kamst in mein Leben, war der Sommer längst vorbei. Den Regen und den Wind und ich spüre